Ganze ist, will ich sagen, noch nicht die Release-Version, sondern eine Early-Access-Version. Aber soweit ich weiß, erstmal so vom Grunddesign her ziemlich fertig. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann man es auch wirklich bis zu Ende spielen. Es gibt aber eine Roadmap, was alles noch dazu kommen soll. Das ist einiges. Aber ich denke, schon sehr, sehr gut spielbar. So, ich habe mal noch wieder so eine 20 Minuten reingespielt, um einfach mal wieder so ins Feeling zu kommen. Wir haben ja die Demo gespielt, aber ich werde natürlich neu starten und ich werde auch die Tutorials anlassen, weil ich mich jetzt noch nicht so irgendwie sicher fühle, weil ich sicher einiges auch noch nicht kennengelernt habe und weil das Tutorial auch ein ganz guter Ansatzpunkt ist, um Sachen zu erklären. Denn auch wenn wir die Demo gespielt haben, will ich, soweit ich es verstanden habe, da gibt es sicher Elemente, die ich noch nicht verstanden habe, auch immer gleich erklären, was los ist. So, also wir starten. New Game. So, und das ist es. Wir sind in der Steinzeit. Wir wählen eine Forschung aus, so wie wir das kennen von Civilization. Ja, das ist hier unser erstes Zeitalter. Ihr seht, das geht dann bis zum Aufstieg hinten. Und das, glaube ich, haben wir schon. Genau, Foraging. Wir starten dann mit Fire. So, in 20 Sekunden haben wir das erforscht. Man kann jederzeit, es ist so eine Art, also es ist eine Mischung aus Clicker-Game und Idle-Game. Ist eine ganz merkwürdige Sache. Wir haben eine Bevölkerung. Ich habe mal pausiert, weil das sollte man übrigens bei diesem Spiel häufiger machen. Sonst kriegt man Herzrasen. grundsätzlich zu den Möglichkeiten hier unten. Wir sehen immer, wie viele freie Häuser wir haben. Wir sehen, wie hoch unsere Bevölkerung ist. Wir sehen, wie viel Nahrung wir haben. Und mehr sehen wir im Moment noch nicht. Das kommt alles mit der Zeit dazu. Hier sehen wir die aktuelle Forschung, wie die läuft und wie viele Forschungspunkte wir pro Sekunde dazu bekommen. So, und was wir jetzt tun ist, wir klicken erstmal hier. Das klingt jetzt sehr merkwürdig. Ihr werdet es gleich sehen, was das für einen Sinn hat. Wir klicken uns jetzt hier erstmal hoch. Wir haben stagnierendes Einkommen und haben die erste Technologie bekommen. So, das heißt, genau, wir können jetzt irgendwie bessere, wir können jetzt Hütten bauen und unsere Bevölkerung unterbringen. Das nächste ist, dass wir Werkzeuge generieren wollen. Plus ein Holz pro Klick, plus ein Holz pro Sekunde. Das läuft dann schon automatisch durch. Ab jetzt können wir nämlich auch Gebäude bauen. Und ihr seht, es geht los mit dieser eben schon erwähnten Hütte. Kostet uns 30 Holz und bringt uns 7 Wohnraum. So, jetzt beginnt die hier übrigens, hier seht es rechts, zu ernten. Und ab jetzt können wir nicht nur Nahrung hochklicken, sondern auch Holz hochklicken. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Das wird aber alles noch, es wird alles noch viel cooler und interessanter und komplexer. Ihr seht hier links, wie sie jetzt auch schön die Bäume abhacken. Ich denke mal, wir gönnen uns eine Hütte. Ich glaube, zu viel freien Platz führt dann auch zu Gefahr von Feuersbrünsten. Die Hütte ist übrigens jetzt auch gebaut. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. So, am Anfang alles noch easy. Easy going. Im Moment ist es noch kein Idle-Game, weil sie von selbst noch nichts machen. Ich denke, wir bauen mal eine nächste Hütte und klicken uns jetzt so hoch und warten erstmal auf die nächste Forschung. 7 Bevölkerung, wir bringen uns mal auf 10. Ah, wir haben die Forschung, okay. So, jetzt können wir jetzt zum ersten Mal einen Bonusstern erfüllen. Und das sollte man tatsächlich immer versuchen, meines Erachtens, weil die schöne Boni geben, die einem dann helfen, im Zivilisationsfortschritt über Rohstoffe und Anführer und sowas alles. So, 20 Bevölkerung müssen wir erreichen. Außerdem haben wir jetzt diese Tools, die bringen uns jetzt automatisch, ohne dass wir klicken, und jetzt, das ist quasi der erste zivilisatorische Fortschritt, wir brauchen jetzt nicht mehr unbedingt mit der Maus zu klicken, um Holz zu bekommen, bekommen wir automatisch Holz. Und nächstes ist Kupfer, wo wir einen Speerträger dann rekrutieren können. So, jo, okay, das heißt, unser nächstes Ziel, wir wollen 20 Bevölkerung haben. Ihr seht jetzt hier, plus eine Sekunde Holz geht jetzt automatisch hoch. Wir bauen jetzt automatisch Hütten, ohne zu klicken zu müssen. Genau, die ersten 20 Pops sind unterhaltsfrei. So sieht's aus. So, jetzt wird's spannend, weil jetzt haben wir mit Bevölkerung 10 erstmals eine Arbeitereinheit.
Und wenn man eine Arbeitereinheit hat, dann bekommt man durch diese auch pro Sekunde automatisch Nahrung. Das heißt, man bräuchte jetzt nicht mehr klickern, wenn man es nicht irgendwie eilig hat. Allerdings, ab einem bestimmten Punkt, ich glaube, ja, wurde schon gesagt, ab 20 Bevölkerung konsumieren die Pops auch Nahrung. Das heißt, dann muss man ja, das irgendwie ein bisschen anders betreiben, weil sonst kann die Bevölkerung auch sinken. So, also wir können die nachher auch in Werkstätten setzen, haben wir aber nicht. Der eine generiert jetzt einfach Nahrung. So, wir haben die nächste Forschung. Wir haben jetzt den Speerträger. So, sei gegrüßt, Ranger. Schön, dass du reinschaust. Jetzt können wir uns überlegen, was brauchen wir jetzt als nächstes? Walls, dann können wir einen Berg vorhaben. Und bei Angriffen kann man die blocken. Scheint mir im Moment noch nicht so wichtig. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, braucht man dafür auch Steine. Weiß ich nicht mehr, habe ich schon wieder vergessen. Wir können hier Holz produzieren oder wir nehmen mehr Nahrung. Ich würde sagen, wir werden jetzt irgendwann in ein Nahrungsproblem laufen, wenn wir die 20 Bevölkerung haben. Deswegen machen wir als nächstes mal Kettle. In 3 Minuten 5 Sekunden haben wir das. So, und meine Güte, Strategie-Ecke auch am Start. So, jetzt geht's los. Ihr seid gegrüßt, seid gegrüßt. Ihr merkt, das Spiel hat, das merkt man schon in der Jungsteinzeit, hat echt mehr zu bieten, als man denkt. Es gibt eine Weltkarte. Hier ist unsere Siedlung. Und wir können jetzt Expeditionen starten in die Umgebung. Wie funktioniert das? Und zwar, also, es gibt hier verschiedene Ziele, die man ansteuern kann. Hier zum Beispiel kann man in einen Mammutwald gehen. Dann bekommt man als Belohnung 5 Minuten lang plus 3,2 Nahrung pro Sekunde. Allerdings hat man einen Level 4 Mammutkampf. Das ist okay. Schwierigkeit ist normal. Wir sind nämlich auch schon Kultur Level 4. Wir brauchen bloß noch eine Einheit dafür. Das heißt, wir sollten den Speerträger schnell bauen. Jedes Feld benötigt aber 4 Expeditionen, um es komplett quasi frei zu machen. Und dann wird das konvertiert, in diesem Falle in einen Wald. Und was bringt der Wald? Wenn wir diese Sägemühle haben, aktiv haben, plus 3 Holz pro Sekunde. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Mammutwald, der gleichen Mammutwald, aber da ist kein Mammut, da ist kein Kampf. Das Risiko hier ist, dass wir 35% Feuersbrunstwahrscheinlichkeit haben für 2 Minuten. Auf der anderen Seite können wir ein Stammesdorf erkunden. Dann muss man ein Dilemma ziehen. Da kenne ich mich auch noch nicht so gut aus. Oder, ja, hier passiert irgendwas anderes. Ne? Also man hat ein Aufstandsrisiko. Wenn man das schafft, dann kann man das in ein Dorf umwandeln, was einem einen Arbeiter gibt. In diesem Falle kann man das in einen Barbarians-Teil umwandeln. Keine Ahnung, was das wiederum bedeutet. Und hier haben wir ein anderes Dorf. Da können wir ein Missionar aussenden oder wir können es angreifen. Ja, ich glaube auch, das sind immer die Alternativen, um diesen Teil zu konvertieren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir haben eine Quest mit den Mammuts. Wir machen das mal. Deswegen starten wir das. Das geht dann in einer gewissen Zeit los. Wir gehen zurück auf die Karte und ihr seht jetzt, die Leute sammeln sich jetzt hier. Das ist ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Wir müssen aber zusehen, dass wir jetzt hier so einen Speerträger bauen, sonst stehen wir nicht so gut da. Außerdem 20 Bevölkerung ist immer noch unser Ziel, ja. Passiert ja so ein bisschen automatisch. Aber ich sollte auf jeden Fall Holz klicken, weil wir brauchen den Speerträger. Ja, das sind so die Momente, wo man da noch ein bisschen klicken muss. Die marschieren los und wir haben jetzt hier einen Speerträger. Das ist der Slot. Das sind so Soldaten-Slots. Im Moment können wir nur einen von einem Speerträger haben. Später ist da mehr möglich. So, die marschieren jetzt in den Mammutwald. Um die brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Wir klicken uns hier einfach ein bisschen weiter hoch, um unsere Quests zu erreichen. Die haben wir jetzt erreicht und können hier raufklicken. Und kriegen jetzt einen Bonus. Genau, der Bonus war hier. Plus 25% Forschung für die nächsten 5 Minuten.
Okay, so jetzt seht ihr aber, wir haben über 20 Bevölkerung und wir verlieren jetzt Nahrung. Das heißt, wenn wir jetzt nichts tun, werden wir tatsächlich mit der Zeit auch Bevölkerung verlieren. Aus dem Grund erforschen wir auch gerade das hier, was uns plus 2 pro Sekunde Nahrung bekommt. Wir sind also, denke ich, ganz bringt. Wir sind ganz gut dabei. Wir können uns trotzdem noch ein bisschen hochklicken. Verbraucht natürlich immer mehr Nahrung, je mehr Bevölkerung man hat. Ne? Jetzt sind wir schon bei minus 0,2 pro Sekunde. Aber wir haben ja gleich die Forschung. Das sollte also gehen. So, Free Space haben wir genug. Jetzt wird gleich der Mammut kommen. Barbarians Teil, das bedeutet nochmal 4 Missionen für Farmland. Ah, danke. Interessant. Sehr schön. Gut, ich glaube, man kann die Zeit auch beschleunigen. Ja, genau. Game Speed kann man zum Beispiel jetzt auf 150% setzen. Aber Leute, wir sollten uns mal nicht stressen. Das Spiel kann schon stressig genug sein. Ich finde, man kann, es ist ein Wuselspiel. Man kann echt schön beobachten, was sie da so alles machen, wie sich das so mit der Zeit entwickelt. Und ich sage euch, es wird wild. Es wird echt wild, was, wie weit das hier alles noch betrieben werden kann. So, was war jetzt? Ach, wir haben die Forschung. Sehr schön. Jetzt haben wir plus 1,9. Haben wir jetzt schon 50? Okay, nee, wir müssen die nächste Forschung definieren. Ich glaube, wir nehmen mal jetzt hier das Sägeblatt. Starten wir damit. 1 Minute 30. Es ist minus 0,5 pro Nahrung. Nee, es ist minus 0,05 pro Nahrung pro Sekunde, nicht 0,5. So, jetzt kommt der erste Kampf. Und damit die erste Krise. Wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen. Der Kampf dauert jetzt ja, in diesem Falle 1 Minute. Ich glaube, die Kämpfe gehen alle 1 Minute lang. Das in der Mitte ist quasi der Gesundheitsbalken der Gegner. Und wir müssen einfach den Gesundheitsbalken auf 0 bringen, bevor dieser Timer abgelaufen ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, was passiert, wenn der Timer abläuft und man es nicht geschafft hat, ob dann Game Over ist oder ob man nur in diesem Falle 2 Leute verliert. Also hier ein und dort ein. Das sind erstmal die Strafen. Naja, wir werden sehen. Was wir jetzt machen können, schaut mal, ihr seht, wir können jetzt unsere Speerträger nutzen, um Schaden zu machen. Mach ich jetzt direkt mal. Und damit ist es schon halb runter. Das Problem ist jetzt, ich muss jetzt neue Speerträger bauen. Wir können aber auch eine Miliz verwenden. Und jetzt kommt die Klickerei. Wir können aber auch Miliz verwenden. Allerdings verlieren wir dann auch einen. Und das möchte man eigentlich vermeiden. So, zack, der nächste. Hat aber noch nicht ganz gereicht. Jetzt ist die Frage, schaffe ich den Speerträger zu klicken, bevor der da angekommen ist bei dem Totenkopf? Ja, ich schaffe es. Zack. Sieg. Erste Krise gewonnen. Wunderbar. Und jetzt können wir das einsammeln. Und ob wir das jetzt schon nutzen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt ein neues Spielelement. Das zeige ich euch kurz. Ich wollte mich kurz mal ausblenden, dass ihr es einmal gesehen habt. Hier, da ist eine Krone. Da kommen wir jetzt hier rein. Und das ist jetzt die nächste Ebene dieses Spiels. Und wir können jetzt Helden in bestimmte Slots reinschieben, die uns Boni bringen. Und es gibt eine Menge Helden mit der Zeit. Und damit verbunden sind auch Regierungsformen und so weiter und so fort. Das ist absolut crazy. So, wir haben jetzt Cole Aldworth. Ein Glaubensheld, Level 4. Bringt einfach zum Base Damage 1 bis 3. Und wenn man attackiert, können wir die Krise stunnen für 0,33 Sekunden. Außerdem hat er Dogmatismus, wobei ich mir nicht stun 2 Sekunden. Bin mir ganz sicher, wann das aktiv wird. So, ihr seht jetzt hier oben, hier sind unsere Statistiken. Unsere normalen Einheiten haben 4 bis 7 Schaden. Base Damage. Der Speerträger hat aber nur, weil er halt nur ein Speerträger ist, 40%. Deswegen im Moment 1,3. Also was heißt normale Einheiten? Das ist die Base Damage. Speerträger 40%. Davon 1,3. Die Miliz nur 25%. Also 1,1. Okay, gut. Gehen wir zurück. Wie gesagt, wann das getriggert wird, ich glaube, das ist nur relevant bei den Helden hier in der Mitte, weil die definieren, glaube ich, die Regierungsform. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir müssen kurz überlegen, was wir jetzt... Erstmal haben wir Bonus. Hier, den
den Quest-Bonus. So, und der gibt uns jetzt, hat uns jetzt, glaube ich, noch einen Helden gegeben, genau. Das ist aber auch. Each faction has unique government trait. Okay. Okay, man muss natürlich für seinen Playstyle irgendwas finden. So, der ist schon Stufe 5 Held. Macht auch Base Damage 1 bis 3 und führt. Führt noch dazu plus 1,1 Sekunden Holz zusätzlich. Finde ich fast ein bisschen besser. Ich glaube, wir nehmen den rein. Das ist auch ein Elite-Held. Das ist nur ein Common-Held. Außerdem eine Stufe besser. Okay, alles klar. Weiter geht's. So, wollen wir jetzt das Bevölkerungswachstum haben hier? Ich würde sagen, ja. Wir nehmen das mal mit rein, weil wir haben ja die Quest 50 zu erreichen und das werden wir jetzt schnell schaffen. Wir werden auf jeden Fall als nächstes wieder einen Speerträger brauchen, erstmal um uns wieder verteidigungsfähig zu machen. Und wir können natürlich überlegen, was wir jetzt machen. Also geht man hier weiter, kämpft dann nochmal gegen den Mammut, geht man woanders hin. Aber ich würde sagen, warum nicht? Wir haben hier angefangen, kämpfen hier weiter. Wir sind ja jetzt schon Kulturlevel 5, Mammut Level 5 passt. Die Helden kann man miteinander kombinieren. Ja, das ist noch ein bisschen anders, was die Helden betrifft. Es gibt hier so Rezepte, wo man bestimmte Helden, die man über hat, kombinieren kann. Und dann bekommt man irgendeinen Erfolg. Also irgendeinen Bonus, irgendeine Belohnung, würde ich sagen. Es gibt im Spiel ein Quality of Life Angebot. Naja, was es gibt? Es gibt manche Helden, die machen automatisiertes Klicken, aber diese Helden, die muss man dann auch einsetzen. Und das hat auch Nachteile, es ist mit einer gewissen Ressource verbunden. Oder meinst du was anderes, Fraxa? Also dann kannst du es mir gerne sagen, dann habe ich sicher übersehen, was es noch gibt. Click Heat. Achso, man kann einfach draufbleiben oder was meinst du? Testen das mal. Ne, draufbleiben geht nicht. Der Nahrungsmodifikator des Mammuts ist... Ah, Shortcuts A für Nahrung und S für Produktion. Ah, das ist interessant. Ja, das sollte ich vielleicht nutzen. Ist ein bisschen unklar für euch. Gut, wir haben jetzt plus 7. Wir sehen jetzt, woher das kommt. Base Value ist 6, plus 3,24 von der Quest, minus 2,3 konsumiert. Das heißt, im Moment würden wir keinen Hunger haben, aber natürlich ist das ein Thema. So, brauchen wir freie Häuser noch nicht. Die ziehen jetzt erstmal los. Okay, aber wir haben die nächste Forschung. So, wir haben auch ein neues Ziel hier. Wir sollen 8 Quests erledigen. 7 brauchen wir noch. Wir sollen die Barbaren 4-mal besiegen. Oh, da dürfen wir dann nicht zum Mammut laufen. Ja, okay. Und 50 sollen wir erreichen. Das haben wir gleich gemacht. Wisst ihr was? Wir lassen das noch mal kurz durchlaufen. Dann haben wir nämlich die 50 und können den Bonus erstmal schon einstreichen. Hat uns wieder einen Helden gebracht. Den gucken wir uns an. Ist auch so ein Glaubensheld. Ja, der bringt halt... Was das dritte heißt, minus 5% Charge. Achso, bei der Sägemühle dauert die Wiederaufladezeit 5%, geht 5% schneller, ich weiß. Und das bedeutet, glaube ich, Eisen, ne? Brauchen wir im Moment nicht. Wir lassen das mal so. Okay. So, wir haben die 50. Jetzt geht es aber ratzfatz hier, ne? Das ist das Problem. Mit dem Boost. Das ist wirklich heavy, der Boost. Ja, da können wir in Probleme geraten. So, jetzt aber hier wollen wir das bauen. Weil da können wir nämlich auch einen Arbeiter hier wegnehmen. Klicken wir nochmal. Ich probiere jetzt mal mit S aus. Oh ja, das geht deutlich besser. Cool. Aber man kann auch auf S bleiben dann. Okay, jetzt haben wir hier so eine Sägehütte. Und was wir jetzt tun können, wir können die jetzt an- und ausschalten. Und damit einen Arbeiter... in die Sägehütte tun oder eben wieder rausnehmen. Dadurch reduzieren wir jetzt unsere Nahrungsproduktion, weil ja ein Arbeiter weniger ist. Das Coole ist, an diesen Sägehütten oder überhaupt an all diesen Dingen, die hier noch dazukommen, dass sie quasi Holz speichern. Und wenn wir das nächste Mal im Kampf sind, können wir hier mit einem Klick
240 Holz generieren und hätten damit sofort den zweiten Speerträger im Kampf. Das ist super hilfreich. Ja, nächste Forschung. So, dann nehmen wir mal die Walls und machen weiter. Wachstum geht jetzt etwas langsamer, was okay ist. Den nächsten Arbeiter bekommen wir bei 100 Bevölkerung. Gut, ob das so klug war, jetzt zum Mammut zu gehen? Ich glaube, wenn wir die Quest machen wollen, hätten wir zu den Barbaren gehen müssen. Aber Gott, ist nicht so schlimm. So, im Moment ist es, würde ich sagen, Idle Game. Wir brauchen nicht viel tun. Wir warten ab, bis wir beim Mammut sind. Wir warten ab, bis wir die nächste Forschung haben. Die haben wir jetzt. Okay, immer mal gucken, was das nochmal brachte. Hillfort müssen wir gucken. Ich glaube, das kostet Stein. Das schaue ich mir jetzt direkt mal an. Ja, kostet Stein. Das heißt, wir können aber noch keinen Stein produzieren. Das heißt, wir sollten dringend als nächstes die Pickaxe. Obwohl, doch, Quatsch. Natürlich können wir Stein. Weil wenn man einfach wechselt, dann produziert man Stein. Mhm. Ist bloß nervig. Wir gucken mal, was hier möglich ist. Mehl gibt uns plus 2 Nahrung pro Klick. Die Pickaxe plus 2 Stein pro Klick. Warrior Code. Die Baracken macht unser Vor- und unsere Einheitenstärke besser. Der Flug. Jedes Getreide ernährt 25% mehr Bevölkerung. Das ist vielleicht auch interessant, wenn wir jetzt vielleicht gleich in Richtung Hunger gehen. Und die Granary. Okay, da können wir mehr Infanteriekapazität haben. Ja, ist jetzt, glaube ich, noch nicht so entscheidend alles. Aber tatsächlich nehme ich mal, glaube ich, als erstes die Pickaxe, damit wir dieses Fort relativ schnell auch im Kampf erneuern können. Und ich würde sagen, wir bauen das auch, weil es kommt demnächst jetzt gleich zum Kampf. Ich nutze mal S. Ah ja, es gibt hier so einen Click-Heat. 19 von 2000. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Taste bleibe, ihr seht, das ist so, als ob ich laufend die Maustaste nutze. Erhöht sich jetzt Click-Heat. Wir sind bei 51, ist aber kein Problem. So, jetzt haben wir das Vor. Und das Vor hilft uns nachher im Kampf. Wenn ich es richtig verstanden habe, blockt es, glaube ich, einen von den negativen Effekten ab. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir werden das nochmal sehen. So, Hütten will ich jetzt eigentlich auch nicht bauen. Wir machen mal No Construction, weil zu viel erhöht irgendwie, also das kommt, führt dann dazu, dass man Feuersbrünste bekommt, wenn ich mich richtig entsinne. Ansonsten, wir wollen ja auf die 100 noch kommen. Ja, wir sollen das Hillfort nutzen, um zu blocken. Okay, also man muss es nicht nutzen, theoretisch, weil wenn man ihn vorher killt, dann kann man sich den sparen. Aber ich glaube, mit dem Block verhindert man einen Totenkopf. Und das ist natürlich heftig, ne? 5, 5 und hier 15. Okay, gut. Ja, relativ simpel. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden einmal angreifen. Dann werden wir den Speerträger auswählen. Einmal unser, genau, Holz nehmen. Und warum hat er den jetzt schon genutzt? Was ist dieser zweite Angriff eben gewesen? Wieso habe ich jetzt einen Mega-Schaden gemacht? Egal. Also wir brauchten das Vor gar nicht. Wir nehmen unseren Hero und das nehmen wir jetzt mal nicht, sonst wird es ein bisschen zu fett. So, jetzt haben wir den nächsten. Das ist ein Gesetzesheld. Der Brechtung bringt uns 4% mehr Nahrung pro Sekunde und fügt 1 zum Base Damage dazu. Ach, das Vor macht auch Schaden? Ah, okay, alles klar. Ja, ja, ich weiß, dass der Speerträger sofort fertig gebaut war, das ist mir klar. Aber es ging ja darum, dass wir mit dem Klick irgendwie Schaden gemacht haben. Ach so, jetzt verstehe ich, Tobile. Das Sägewerk hat gleich 2 Speerträger produziert und weil ich nur einen speichern kann, hat der erste gleich angegriffen. Ja, das erklärt es dann. Nachvollziehbar. Ja, sehr cool.
So, wir brauchen jetzt erstmal einen Sperrträger. Jetzt sind wir erstmal wieder in der normalen Verteidigungssituation und wollen Nahrung haben. Ja, passt auf, wir machen doch eine Hütte noch, um die 100 zu erreichen. Halt, wir können ja weiterziehen, ganz vergessen. Ich würde sagen, ja, wir gehen mal hier hin und bekämpfen jetzt die Barbaren. Da kriegen wir Geld. Mit Geld können wir nachher handeln, glaube ich. Okay, starten wir diese Aufgabe. Ja, die Milizbevölkerung kostet hier. Ihr seht es, Effekt Damage Self 1 bis 2. Das heißt, ihr verliert Bevölkerung, wenn ihr die Miliz nutzt. Was ist da oben in der Mitte? Das ist der nächste Angriff und das ist ein Bonus, den ich aber jetzt nicht nutzen möchte, weil wir hier links schon einen hohen Nahrungsbonus haben. Es wird mir ein bisschen zu viel, den bewahren wir uns einfach noch ein bisschen auf, wenn wir mal wieder Nahrung benötigen. Wir kommen auch so locker jetzt gleich auf unsere 100 Bevölkerung. Bisschen Schwund ist immer, ja, aber hier oben hinter mir, was ihr nicht sehen würdet, wird gezählt, wie viele Leute sterben. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Teil des Spielziels, dass man möglichst wenig Tote hat in seiner Zivilisation. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende irgendwie relevant wird. So, wir haben eine Forschung, nämlich die Pickaxe. Okay. Ich würde sagen, nehmen wir jetzt mal den Flug, der gefällt mir ganz gut. Und danach die Baracken. Gut. Es wird mal ein bisschen Zeit, dass wir uns mal wieder ein bisschen zurücklehnen können. Das Sägewerk muss nicht immer aktiviert sein. Wenn hier die zwei Charges voll sind, dann ist das Sägewerk hat immer noch den passiven Effekt. Aber ich glaube, ansonsten füllt es sich nur, wenn das Sägewerk aktiviert ist. Ja. Im Moment ist das natürlich ein bisschen, ja genau, das bleibt sonst, ja. Merkt er sich aber. Ja, bitte nicht spoilern, Dinge, die hier passieren können. Es ist doch ein bisschen spannend, das alles selbst zu erleben. So, wir haben die 100 erreicht, bekommen eine Belohnung und die gucken wir uns an. Okay. Ah ja, das ist ein Leadership Hero. Der kommt hier in die Mitte. Level 6 bringt uns 31% mehr Holz pro Klick, bringt auch nochmal einen Schaden und eine Soldatenkapazität und, okay, Auto-Research an. Das ist jetzt tatsächlich so eine automatische Funktion, wobei ich die ein bisschen fragwürdig finde, aber wenn man keinen Bock darauf hat, sucht man sich nicht die nächste Forschung aus. Machen wir aber jetzt nicht. Ich könnte nämlich das jetzt hier aktivieren. Es geht aber nur, wenn wir hier von diesen Steinen ausreichend angesammelt haben, von diesen Tokens. Im Moment, wenn wir das deaktiviert haben, bekommen wir plus 0,5 Sekunde und pro Sekunde und irgendwann können wir das dann aktivieren. Ja, aber mache ich nicht. So, wir haben aber jetzt Potenzial für einen zweiten Speerträger wegen unseres Anführers. Außerdem, aha, wenn wir die Autonomie-Token nicht nutzen, boostet das ein bisschen unsere Forschung, was ja auch nett ist. Finde ich gut. Ob es gegnerische Zivilisation gibt, weiß ich nicht, tatsächlich. So, wir haben hier einen zweiten Arbeiter am Start. Nahrung erhöht sich dadurch. Souverän. Okay, in Ordnung. Was hatten wir eigentlich vorher erforscht? Ach ja, die Pickaxe. Alles klar. So, die Freunde sind bald bei den Barbaren. Vielleicht mal wieder an der Zeit, eine Hütte zu bauen. Aber ansonsten gibt es gleich die Krise. Reicht aber. Die eine Hütte. Der Bonus läuft gleich ab. Können uns dann überlegen, ob wir den Bonus aktivieren, um hier fett im Plus zu bleiben. Wir werden sehen. So, wir haben jetzt erstmal die Forschung. Okay, also wenn die hier dahin kommen, zerstören sie einer unserer Häuser. Hier töten sie. Ich nehme aber erstmal die Forschung und gehe jetzt als nächstes auf
Warrior Code. Oder Pottery. Infantry Capacity finde ich auch ganz gut. Ach, egal. Wir starten damit. So, wir haben zwei. Okay, das war jetzt sehr simpel. Wir nehmen das Gold. Und ich glaube, ab jetzt können wir auch handeln. Nur um das einmal gesehen zu haben. Wir können für 300 Gold eine Krise stunnen für 20 Sekunden. Wir können für 20 Gold uns plus 2 Getreide für 5 Minuten holen. Für 300 Gold plus 10 Holz. Für 900 Gold plus 30 Eisen. Für 300 Gold 50 Forschung. Und für 2000 Gold eine Stunde lang 30 Nahrung. Auch interessant. Ist mit Klick eine Zeit gemeint? Nee, Klick ist einfach hier ein Klick. Zack, zack, zack. Klick ist meines Wissens nur ein aktiver Klick, wenn ich das richtig verstehe. Hat, glaube ich, nichts mit diesen Modifikatoren da unten zu tun. Die laufen automatisch. Klick ist wirklich, wenn man selber raufklickt. So, wir haben noch einen Helden. Was ist das für einer? Oh, den haben wir noch gar nicht. Ein Ökonomieheld. Plus 14% Holz pro Sekunde. Und wenn die Baracken aktiv sind, plus 1 Holz pro Klick. Okay. So, was wir aber auf jeden Fall jetzt brauchen, ist ein Speerträger. Der läuft automatisch hoch. Können wir auch ein bisschen noch zuklicken. Und vor allem, Leute, ihr müsst mich daran erinnern, wir müssen hier immer wieder losziehen. Unsere Quest wartet. Das sollten wir nicht vergessen. Okay. So, wir brauchen aber jetzt wieder Hütten. Langsam wird der Platz knapp. Das können wir eigentlich ausstellen, sodass wir mehr Nahrung haben. Denn das ist jetzt mal voll. Dadurch geht das natürlich langsamer, aber ich denke, das ist okay. Gut, es kann so laufen, würde ich sagen. Wir sehen sehr schön, wie so mit der Zeit, aber was passiert. Achso, da kann ich das auch anklicken und ausklicken. Mit der Zeit, wie diese Hütten tatsächlich alle zu sehen sind. Es passiert hier sehr, sehr viel. Finde ich sehr schön. So, wir sind immer noch bei plus 3,7, obwohl wir den Bonus nicht aktiv haben. Es kommt, weil wir drei Arbeiter haben, die jetzt hier Nahrung herstellen. Brauchen wir uns also jetzt keine großen Sorgen machen im Moment. Man kann die Helden auch irgendwie sortieren, ja. Genau, nach Seltenheit irgendwie im Raster, das geht auch. Aber hängt natürlich sehr so ein bisschen von der Situation ab. So, wir haben jetzt die Baracken. Die müssen wir mal uns anschauen, wie die funktionieren. Als nächstes nehme ich mal Pottery. Wir können natürlich auch hier schon weitergehen, aber es ist okay. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, können wir jetzt Baracken bauen. Encampments. Gibt uns plus 3 Fall Capacity, 200% Unit Damage. Das ist extrem gut. Aber das ist der Charge-Effekt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Habe ich schon wieder vergessen. Wir bauen das einfach mal. Und vielleicht gönnen wir uns jetzt das Sägewerk. Dann geht das deutlich schneller. Unser Wachstum ist damit aber stark verringert. Vielleicht gönnen wir uns den Bonus jetzt hier. Kommt, hauen wir den jetzt rein. Dann geht es wieder ab. 550, das ist ja ein Riesending, was ich hier gerade baue. Ob das jetzt gut ist? Oh, ich denke schon. Ich glaube, man kann da auch einen Arbeiter einsetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Nee, man muss nicht immer klicken. Es ist, ich finde es auch jetzt nicht so hart, ein hartes Klicker-Game. So, 200 Population sollen wir erreichen, 3 Four-Units. Die Barbaren sollen wir besiegen und 5 Quests erledigen. Das ist auf jeden Fall auch unser Ziel. So, ja, ich meine, wir können ein bisschen mitklickern vielleicht. Dann geht das ein bisschen schneller. Oh ja, wir brauchen mehr Häuser. Ja, es ist jetzt ein kleines Problem. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn ich jetzt das Encampment abbreche. Wollen wir es mal ausprobieren? Einfach, um es mal gelernt zu haben. Ob dann das gespeichert wird? Oder vielleicht kann das jemand im Chat sagen. Wird das gespeichert, wenn ich das jetzt deselektiere und was anderes mache? Oder ist das verloren? Das würde mich interessieren.
Ah, wird gespeichert. Okay, dann können wir kurz mal auf Hütte umschalten und uns, ja, sehr gut, und uns kurz ein bisschen Häuschen bauen. Perfekt. Aber jetzt haben wir gleich erstmal unsere Krise. Ja, hat sich jetzt nicht viel verändert. Forschung haben wir auch. Ich würde sagen, wir nehmen einfach unsere beiden Speerträger. Und dann ist die Sache geritzt. Und wir haben die nächste Forschung. Mal sehen, wie die Infanteriekapazität geboostet wird. Nehme ich jetzt Mehl oder gehe ich hier? Ach kommt, ich bin... Gibt es irgendwas, was wir ganz dringend benötigen? Nö. Okay, wir können Speerträger in Bogenschützen upgraden. Das klingt natürlich auch sehr interessant. Pass mal auf, wir machen uns mal hier ein bisschen militärisch stärker. Gehen wir mal dahin. Und brauchen jetzt eigentlich neue Speerträger. Was gibt es noch Neues? Aha, Dry Storage. Trockenlager plus 3 Soldatenkapazität. Das ist natürlich auch sehr cool. Aber ehrlich gesagt, Leute, wir brauchen erstmal wieder Speerträger, bevor wir weitermachen mit dem Encampment. So, die Kohle hier, die holen wir uns. Und eigentlich müssten wir sofort weitermachen. Das ist aber ein Level 6 jetzt. Das wird hart. Mache ich vielleicht noch nicht. Ich brauche wieder Häuser, habt ihr auch recht. Jetzt beginnt es stressig zu werden. Wir machen gleich zwei Häuser. Gehen jetzt auf den Speerträger. Kommt der auch automatisch nach einer Zeit? Tatsächlich. 3% Charge. Der würde auch mit der Zeit langsam selber kommen. Nee, die Holzvorräte, die will ich für den Notfall im Kampf lassen. Die werde ich jetzt nicht nutzen. Wobei, einmal könnten wir sie nutzen. Stimmt. Weil dann würde das hier nicht umsonst arbeiten. Hast recht. Machen wir vielleicht bei dem großen Gebäude. Da macht das mehr Sinn. So, jetzt haben wir zwei. Jetzt gehen wir mal aufs Encampment und nutzen einmal so einen Charge und sind durch. Okay, also damit können wir mehr Force unterhalten mit dem Encampment. Ich verstehe. Cool, ne? Ah, aber man muss es auch besetzen mit einem Arbeiter. Ah. Und das ist Unit Damage plus 200%. Oh, das ist cool. Da können wir dann richtig gut fighten. Okay, ich würde sagen, damit sind wir locker in der Lage, jetzt hier die nächsten Barbaren zu besiegen. Auch wenn es eine harte Quest ist. Ja, das sagst du, dass es zu schwer ist. Ich glaube das nicht. Okay, so 200 Bevölkerung haben wir gleich. Das wird weitergebaut. Jetzt haben wir tatsächlich trotz unseres Boosts ein bisschen Nahrungsmittelprobleme. Das heißt, wir sollten... es war vielleicht auch ehrlich gesagt ein bisschen zu früh. Wir hätten noch abwarten sollen, bis wir die Speerträger haben. Naja. Okay. Helfen uns eigentlich diese Hilfforce auch im Angriff? Wir bauen mal welche. So, da müssen wir jetzt klicken, weil wir nichts haben, was das automatisch hochbringt. Habe ich zu viel riskiert? Ich weiß es nicht. Wir hätten auf jeden Fall erstmal auf die Archer warten sollen. So, wir klicken uns hoch mit den Hilfords. Gut, wir haben 3 Four Units. Das heißt, wir haben hier erstmal wieder einen Bonus bekommen. Einen Forschungsbonus. Die 200 Bevölkerung haben wir auch gleich. So, damit haben wir jetzt 4 Hillforce. Hütten, wollen wir es mal nicht übertreiben. Starten wir mal mit dem Bau von diesem Dry Storage. Das gefällt mir. Ja, genau, was kann schon schief gehen. So sieht's aus. Bisschen Zeit ist ja noch. 1 Minute 21. Ja, es kommt gerade so ganz knapp nicht hin, dass wir die Upgrades machen können. Bitte noch nicht zu viele Pro-Experten-Tipps geben. Lass uns das mit der Zeit selbst hier entdecken. Finde ich interessanter.
Ich brauche Bevölkerungswachstum. Ja, das stimmt. Das brauche ich. Dann klicke ich lieber darauf. Habt ihr recht? Auf die 200 müssen wir kommen. Ja, wir brauchen vor allem Getreide. Das kriegen wir jetzt erstmal, glaube ich, nur über Forschung. Kein Problem, Ryo Kotsei. So, also, wir können jetzt mehr Soldaten haben. Bis zu 5. Das ist natürlich fantastisch. Komm, wir wollen ganz viele Speerträger haben. Ah, okay. Hier können wir mit einem Mal uns Nahrung chargen. Aber dazu müssen wir auch jemanden hier einsetzen. Einen Arbeiter. Und das will ich im Moment nicht, weil das bringt mir zu viel Abzug hier. Jo. Also habe kein Nahrungsproblem. Ach so, aber nur wenn das aktiviert wird, haben wir 5 Speerleute. Oh, das ist natürlich interessant. Das heißt... Ah, okay. Was passiert, wenn ich jetzt... Okay, nächste Frage an den Chat. Wenn ich jetzt das deaktiviere, das Vor, dann verliere ich ja diese Vor-Kapazität. Und wenn ich das wieder aktiviere, sind dann die 4 von 4 da? Oder sind die weg? Muss ich die dann neu bauen? Das wäre nochmal wichtige Info. Okay, man verliert dann die gebauten 3. Okay, wow. Okay, das ist natürlich dann schon eine knifflige Entscheidung. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das vor einem Angriff nicht hilft, ne? Das heißt, für den Angriff möchte man eher die Granary aktiv haben, um mehr Speerträger zu haben. Ah, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja, wir können den Sägewerksmitarbeiter abziehen. Das geht. Mache ich vielleicht jetzt mal für den Angriff, weil es möglicherweise ein bisschen schwieriger wird. Das heißt, wir haben 2, 5. Dann bauen wir jetzt auch ein paar Speerleute, bevor wir da sind. Ja, ich krieg wann den neuen Arbeiter? Nahrung klicken, bis neuer Arbeiter da ist. Ja, bei 317 kriege ich einen neuen Arbeiter. Das wird wohl nichts. Aber ihr seht, wir sind bei 5 Speerleuten. Die können wir jetzt locker im Kampf wunderbar verwenden. Insofern sieht es doch ganz gut aus. So, mal sehen, wie das gleich werden wird. Oh ja, okay. Aber es sieht so aus. Mal sehen, ob wir den Blocker. Wir probieren mal, ob wir den Blocker auch im Angriff nutzen können. Ja, geht auch im Angriff. Okay, dann ist das ja, ist die Entscheidung nicht so schwierig, würde ich sagen. Wir könnten auch das hier aktivieren. Aber jetzt sind wir schon durch. Okay, das war kein Problem. Und ich würde sagen, wir jetzt... Level 7, wir sind Level 5, aber gleich sind wir Level 6. Wir schaffen das. Schaffen wir. Gut. Dann haben wir nämlich die Quest erfüllt. Die 200 erreichen wir auch gleich. Wir gucken aber erstmal, was wir hier bekommen haben. Okay, was macht der? Im Gegensatz zum anderen. Der hilft uns bei der Windmühle. Haben wir im Moment noch nicht. Okay, die sind jetzt wieder im Angriff. Ich überlege, was jetzt am sinnvollsten ist zu tun. Ich würde sagen, erstmal wieder Speerleute produzieren. Oder, ja, wir müssen einfach unsere Kampfkapazität jetzt oben halten, weil wir die Quests erledigen wollen. Machen wir das mal. Ach so, wir haben ja hier die Sache mit den Bogenschützen. Dann gehen wir mal jetzt hier auf Weizen, wobei ja, wir brauchen die Windmühle nachher. Das ist die Voraussetzung. Okay, also das wird automatisch, kriegt automatisch ein Upgrade. Dann gucken wir uns das mal an. Oh, schaut mal, 90% statt 40%. Das ist eine dramatische Verbesserung unserer Kampffähigkeit. Ja, super. Kostet natürlich auch mehr. Ja, wir würden schneller sein, würden wir das Sägewerk jetzt anschalten. Aber wir haben jetzt ein bisschen Nahrungsprobleme.
Genau, es wird Nacht. Sehr schön, ja. So, 4 von 5. Wir haben genug Zeit. Wir sind hier voll. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal aufs Hillfort. Dann sind wir da auch sicher. Haben jetzt... kriegen jetzt schnelle Nahrung. Ja, wir müssen jetzt hier... ja, ich denke mal, um jetzt unsere Nahrungssituation dauerhaft zu verbessern. Hier müssen wir halt wieder einen Arbeiter einsetzen. Und Arbeiter sind im Moment knapp. Deswegen gehe ich mal erstmal auf Breeding. Jeder freie Arbeiter produziert ein Nahrung mehr pro Sekunde. Wir haben halt nur einen freien Arbeiter. Das würde schon einen relevanten Unterschied machen. Nach dieser Quest können wir vielleicht erstmal dieses stark militärische wieder hinten anstellen. Dann können wir einen von den Sachen ausschalten. Erst die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, dass ich jetzt noch das Hill vorbaue? Ist egal. Das nehmen wir jetzt bis zum Boss mit rein, denke ich mal. Oh, verdammt, wir haben jetzt viel... ich habe nicht aufgepasst, Leute. Ich hätte mich hier ein bisschen hochklicken können. Ich zeige euch das kurz nochmal, weil das Einzige, was ihr nicht seht. Jetzt haben wir hier 4 Totenköpfe. Die ersten 4 Toten unserer Zivilisation. Ja, ist schade, hätte man einfach verhindern können. Aber gut, so ist es eben. Hütten brauchen wir im Moment nicht. So, jetzt haben wir den kompletten Bonus. Jetzt wird es wild. Minus 4,1. Jetzt muss ich mal gegenklicken. Ich will so lange wie die Schlacht haben. Okay, das ist ein bisschen nervig jetzt. Ich will es halt bis zur Schlacht noch hier haben. Und danach müssen wir es verändern. Ah, meine Kamera ist aus. Ja, die soll ich mal wieder anmachen. ja. 8 Tote. Es ist traurig. Was ist das Ziel des Spiels? Ich weiß es nicht. Bis zum Ende durchkommen, ist es halt ein Civilization-Game. Okay, wir müssen mal wieder einen Mammut besiegen. Wir brauchen echt mal wieder so einen fetten Getreidebonus, habe ich das Gefühl. Die Cam ist immer noch aus. Was ist denn hier los? Klicken oder Kamera? sehr ulkig. Jetzt ist sie an. Okay, ich glaube, jetzt funktioniert es. Nahrung kaufen, glaube ich. Ah ja, stimmt. Wir können ja für 20 Gold simpel Nahrung kaufen, ja. Sollten wir auf jeden Fall tun. Das entspannt die Sache wieder etwas. Wir brauchen nicht so hart gegenklicken. Oh, das sieht aber jetzt wild aus. Was? Destroy 65 Houses? Wie bitte? Okay. Ich würde sagen, wir schützen uns da einmal vor. Na gut, hätten wir gar nicht machen müssen. Okay, wie auch immer. Wir haben ein Elite Hero. Wir haben ziemlich viel Geld. Wir gucken uns den Hero an. Und der bringt uns 11% pro Sekunde. Und minus 1 Risiko für Feuer. Außerdem für das Autonomie-Modus. Constitution. Na okay, auf jeden Fall ist der besser. So, jetzt kurz überlegen. Wir haben jetzt die eine Quest erfüllt. Was uns nochmal einen Typen bringt. Oh. Lore Hero Level 6. Aber unser ist schon 7. Der ist rare. Ja, der bringt halt, wenn Windmühle aktiv ist, plus 1,1 Stein. Nee, nehme ich nicht mit rein. Ja, die Fähigkeit links für den erhöhten Schaden. Wollte ich jetzt nicht nehmen, weil ich jetzt eh von der Granary, glaube ich, runtergehe, oder? Was bringt uns nochmal die Granary? Ich gehe erstmal runter. So, jetzt sind wir im... nee, warte mal. Ich würde gerne nochmal kurz gucken, was die Granary bringt, aber Tooltip kommt nicht. Ach, hier. Okay. Bringt vor allem diese Soldatenkapazität. 1080. Achso, und diesen Effekt halt. Ja. Interessanterweise verliert man den aber nicht. Gut.
Was hier? Ah! Wir können unser erstes Feld konvertieren. Wie geht das denn jetzt? Okay. Wir können das in Farmland umwandeln. Ja, die Quests interessieren uns jetzt nicht. Ich denke, wir machen das mal. Und eine Windmühle gibt uns plus 20 Getreide pro Sekunde. Oh mein Gott, das ist ja crazy. Krass. Ich würde aber sagen, wir machen die Mammutgeschichte jetzt erstmal noch weiter. Level 6 müsste aber... Na gut, wir haben jetzt immer nur einen Speerträger. Ach komm, das kriegen wir schon hin. So. Der neue Held gibt auch noch ein plus 1 Soldatenkapazität. Das ist natürlich nicht schlecht. Das könnte uns jetzt, glaube ich, sogar sehr gut helfen. Dann setze ich ihn doch ein. So, dann nehmen wir mal hier jetzt Archer rein. Warte mal, warum sind die komplett weg? Weil wir gar keinen mehr haben. Ich verstehe. Ich muss kurz überlegen. Das sollten wir vielleicht beim Mammut mal einsetzen. Wir wollen immer noch 200 Bevölkerung erreichen. Und gibt es hier gar keine Quest mehr? Sieht ganz so aus. Das heißt, das hier können wir tatsächlich, glaube ich... Oder heißt Quest allgemein Sternchen? Könnte natürlich auch bedeuten. Bin mir nicht sicher. So, als nächstes sollten wir dann doch die Windmühle haben. Bei dem Mega-Effekt können wir das gut gebrauchen. So, die marschieren los zum Mammut. Jetzt würde ich aber auch schon gerne die 200 bekommen. So, jetzt haben wir sie. Das heißt, die Quest haben wir auch. Noch ein Typi. Okay, der ist besser. 1 bis 4 gibt einfach nochmal Schaden. Und wenn Steinbruch aktiv ist, kriegen wir auch noch ein bisschen Holz dabei. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Egal, wir nehmen ihn rein. Wie, wat, wo? Aber jetzt hatte der andere eine Soldier Capacity? Ne, 3 hatte er nicht. Läuft. Okay, also das sind keine Quests, das sind tatsächlich nur die Kartenquests gemeint. So, dann haben wir jetzt hier pro Arbeiter bekommen wir einmal mehr Nahrung. Dann gehe ich jetzt auf die Windmühle. Müssen wir natürlich auch wieder mit dem Arbeiter. Quest ist einfach Mission. Ja, ja, ja. Also diese Kartenmission, davon haben wir aber aktuell keinem Angebot, wenn ich das richtig sehe. Ja, der hat so ein Recharge. Ah ja, deswegen war das hier anders, weil der automatisch einen Recharge hatte. Ich verstehe. Mhm. Okay, nachvollziehbar. Gut, was passiert, wenn ich jetzt hier einen einsetze? Ah ja, okay, wir bekommen Vagabunden, weil wir Hütten brauchen. Da müssen wir was tun. Erhöhen die Krankheitsrisiko. Das wollen wir natürlich nicht haben. Bauen wir ein paar Hütten und machen dann hier weiter. So, warte mal. 2 Arbeiter, 2,5. Das heißt, wenn ich einen jetzt hier reinsetze oder dort, sind wir deutlich im Minus wegen der ganzen Prozente. Ja, und ich will nicht mehr im Minus sein. Also lassen wir das. Rechts auf der Karte sind Missionen. Das sind... ach so. Das ist als Mission gemeint. Ah, okay, alles klar. Ja gut, dann sind wir ja auf Mission Mammut. Also einfach diese Karten ziehen. Ah, okay, verstehe. Haben wir ja gerade am Start mit dem Mammut. Läuft. Ich dachte, es ist nur eine Mission, wenn quasi da auch so ein Stern quasi drauf ist. Okay. Gut. Moment. Ja, also das nächste Interessante ist natürlich 317. Gibt uns halt einen neuen Arbeiter, was uns neue Möglichkeiten gibt. Aber definitiv scheint es so zu sein, dass man also nicht einfach alles aktivieren kann. Man muss schon überlegen,
was einem wichtig ist. Was natürlich ganz gut ist. So, wir wollen auf jeden Fall Archer erstmal volle Pulle haben. Okay, es geht gegen Mammuts. Ja. Okay, zwei Archer reichen locker. Ich denke, wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall die Nahrung. Und auch noch den Helden, aber das ist nur ein Common Hero. Aber Level 6. Plus 26% Holz. Ja, wenn Barken aktiv sind, machen wir es mal. Okay. So, Baracken haben wir aktiv. Wir brauchen jetzt wieder Speerkämpfer. Wir brauchen aber auch erstmal noch neue Hütten, weil jetzt die Nahrung gut reinläuft. Gehen wir mal hoch auf 23. Gehen zurück zu den Speerkämpfern. Plus 8,9 ist ja mega. Dann können wir auf jeden Fall das Sägewerk wieder anschalten, weil wir überhaupt nicht so viel benötigen. Läuft. Ja, wir machen weiter mit den Archers. Ja, wenn wir genug Helden haben, die wir nicht brauchen, können wir mit denen was anfangen. Ich glaube, noch ist das nicht ausreichend. So, wir haben zwei. Ach, verdammt. Ich muss ja hier wieder eine nächste Mission machen. Ganz vergessen. Quest starten. Wir gehen zum Mammut und können das dann umwandeln in einen Wald. So, es geht los. Und wir haben die Windmühlenforschung. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zum Marktplatz. Logischerweise. Und gucken mal. Ja, ich würde sagen, wir bauen erstmal den Bogenschützen zu Ende und dann bauen wir die Windmühle. Stein. Oh, das ist eine Menge. Charge Effect Trigger Next Ability Twice. Das ist ja auch sehr cool. Also sind, glaube ich, diese hier. Nicht schlecht. So, wir bekommen nur 3. Das ist relativ wenig. Aber gut, wir haben Zeit jetzt bis zum nächsten Angriff, würde ich sagen. Allerdings brauchen wir nebenbei immer noch mal wieder ein paar Hütten. Okay, also Holz nützt uns jetzt nichts, weil wir Steine benötigen. Sonst könnte ich hier das mal nutzen. Bevölkerung jetzt zu nutzen, weiß ich nicht. Also das hier. Wenn es heikel wird, die Kampfkraft natürlich. Ja, die Food Charges jetzt zu nutzen. Ich will jetzt nicht so schnell wachsen. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Man muss ja irgendwo hinterher kommen. Aber wir haben die Windmühle. Da haben wir sie. Okay. Wer die Windmühle aktiv ist, generiert sie Nahrung. Und zwar eine Menge. Oh mein Gott. Durch diesen... Wow. Durch das Feld jetzt. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt ein kleines Problem. Das heißt, wir müssen jetzt alles aktivieren. Nee, können wir nicht. Weil wir keinen Arbeiter haben. 45. Ach du Scheiße. Was machen wir denn damit? Okay, jetzt war es doof, dass wir den Boost hier haben, aber der läuft ja zumindest der erste ab. Ja, wir müssen die Windmühle ausschalten, glaube ich. Es geht so nicht. klar. Arbeiter mehr ist natürlich nett, aber wir müssen vorher einfach Häuser bauen. Dann geht das. Wir schalten die erstmal aus und bauen jetzt Hütten wie blöde. Bis wir auf die 317 kommen, hüttentechnisch, die wir für den nächsten Arbeiter brauchen. Und dann können wir vielleicht auch damit was anfangen. So, jetzt müssten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Ja, schalte ich das nochmal an.
Es gibt immer gleich plus 5, plus 5, plus 1. 290, 295, 317 wollen wir haben. 315, 317. Okay, damit haben wir den nächsten Arbeiter. Was uns jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel nützt, wir müssen die Windmühle ausschalten. Ich glaube, es ist einfach zu fett. Aber gut, es ist doch ein gutes Gefühl. Wir wissen einfach immer, wenn wir es brauchen, können wir den Turbo-Boost anschalten. Warum auch nicht? Wir machen das an. Genau. Dann könnten wir auch noch mehr Bogenschützen unterhalten. Wir haben aber jetzt minus 2,1. Das ist ja auch wieder doof. Ah, okay, das ist schlecht. Eigentlich ist das System so schlecht, um ehrlich zu sein, weil wir würden jetzt immer Bevölkerung verlieren. Aber wenn wir die Windmühle anmachen, kriegen wir zu viel. Na gut. Okay, was haben wir jetzt? Hatten wir jetzt erst... warte mal. So, Aufstieg. Was auch immer dann passiert. Hütten wie blöde bauen. Ja. Okay, also wir werden eine einzigartige Krise zerstören, um diese Forschung abzuschließen. Die Krise wird in einem zufälligen Moment erscheinen. Nee, ich glaube, ich bin noch nicht vorbereitet. Ich denke, wir sollten erstmal die Mammutkrise abwarten, bevor wir damit starten. Ach so, Markt hatte ich zuletzt erforscht. Ja, was war Markt nochmal? Damit können wir Gold produzieren. Ich würde sagen, wir bauen den erstmal. Ja, wir verlieren jetzt Nahrung. Ich muss halt jetzt... Okay, jetzt kommt erstmal die Mammutkrise. Passt auf, oder bewahren wir das uns auf für diese Abschlusskrise? Ich meine, wir können sofort Holz einsetzen, um Bogenschützen nachzubauen. Na kommt, wir nehmen mal einen rein. Was? Da ist jetzt noch ein Fitzel übrig? Oh nein. Dann kann ich den auch nutzen. Nee. Na gut, okay, also die haben wir auch. So, was haben wir da bekommen? Oh, was ist das denn? Ozymandias, wie cool. Ein einzigartiger Glaubensheld. Oh, sehr schön. 2 bis 3 und plus 24% Fort Damage. Ja, den nehmen wir mit rein. Ich wiederhole nochmal, die Faust heißt, wir nutzen Milizen und das kostet Bevölkerung. Die Faust sollte man nur nutzen, ich möchte auch keine Toten hier erzeugen unter unseren Leuten. Gut. Das Fort macht immer dann seinen Schaden, wenn das Schild genutzt wird. Ah, das heißt, ich hätte einfach abwarten müssen. Einmal Fort nutzen, abwarten, bis er zum Schild kommt und dann hätte ich noch den gespart. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Gut. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir bereiten uns auf diese Aufstiegskrise vor. Halt, nee, wir haben jetzt erstmal hier das erreicht. Genau, wir werden das in einen Wald konvertieren und bekommen jetzt plus 3 Holz pro Sekunde, wenn wir das aktiv haben. Das ist gut, weil es hilft uns beim Bau des Marketplace. Aber ich denke, wir starten dann auch hier schon mal, oder? Wir brauchen jetzt mal 3,5 Minuten, bis die Krise kommt. Bis dahin werden wir uns hier hochgepusht haben. Ich würde sagen, wir haben ja noch diese blöde Shortage. Nervig. Wir könnten natürlich einfach den Bonus hier nehmen. 6,2. Ja, das mache ich jetzt. Dann sind wir im Plus. Easy peasy. Und nebenbei wird der Marktplatz gebaut. Nicht 3,5 Minuten, bis die Krise kommt. Die kommt irgendwann bis 3,5 Minuten. Oh, okay. Alles klar. Ah, wir haben übrigens noch eine Quest hier. Rechtzeitig im Zeitalter erledigt.
muss man wahrscheinlich auch ein bisschen drauf achten. Ja, und jetzt durch den Quest-Bonus kommt die Krise sogar noch früher. Ja, das war keine so gute Idee. Dann habe ich das missverstanden. Dann sollten wir so schnell es geht irgendwie Archer bauen. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Haben uns jetzt hier das eigene Grab geschaufelt. Schnell, 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 schnell. Gib mir den... Oh Gott. Jetzt vielleicht so einen Bonus mal nehmen? Komm. Hau mal rein. Drei Archer. Oh, oh, oh. Ja, vier Archer. Sieht doch gut aus. Einen Boost haben wir hier noch. Okay, fünf Archer. Wir sind wieder gut dabei, würde ich sagen. Damit sind wir voll. Und dann gehen wir noch hier auf ein paar zusätzliche Hillforts. Bis zu vier können wir haben. Und dann sind wir gut dabei. So, perfekt. Jetzt ist nur noch der Marktplatz. Nebenbei wachsen wir. Oh, wir brauchen wieder ein bisschen Hütten. Nur mal Interesse halber, wann kriegen wir den nächsten Arbeiter? Bei 1000. Oh. Okay. Ich habe jetzt hier Clickheat. Oder was meint er mit Overusing? Bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, tatsächlich. Oh krass, also ab 300 Clickheat könnte es einen Aufstand geben. Das ist ja eine interessante Mechanik, finde ich cool. Na, dann idlen wir mal ein bisschen. Und damit haben wir gleich den Marktplatz, hervorragend. Der Marktplatz ist aber auch ein aktives Gebäude, wie ich sehe. Aha. Wenn man den Marktplatz nutzt, diesen Charge, die nächste Fähigkeit, die man dann aktiviert, bringt einem Gold. Interessant. Und der Marktplatz selbst, den wir hier sehen, bringt wahrscheinlich dauerhaft Gold. Ja, plus 0,3 die Sekunde. Den werden wir aber jetzt erstmal ausschalten, weil ich keinen Minus möchte bei der Nahrung. Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. So, wir bauen mal nicht weiter. Obwohl, solange das Feuerrisiko nicht kommt, können wir ein bisschen vorbauen. Aber wir haben schon wieder 2,3. Warum? Irgendein Bonus ist abgelaufen. Minus 2,3. Das ist natürlich lästig. Hm. Was würden wir mit der Windmühle haben? Nur mal so spaßenshalber mal gucken. Plus 41. Das Problem ist, ja, wenn man dann nicht hinterherkommt mit dem Free Space, dann hat man mega Hunger, dann, weil man mit jeder Mehrbevölkerung man natürlich auch mehr Nahrung wieder ausgibt. Das ist irgendwie schwierig. Oh, cool. Die neolithische Revolution steht uns bevor. Wie witzig. Naja, ich kann Hütten bauen, klar. Aber irgendwann... Na gut, man könnte natürlich versuchen, so schnell so viele Hütten zu bauen, bis man auf ein Level gekommen ist, wo der Nahrungszuwachs handelbar ist. Ich bin mir aber nicht sicher, das ist, glaube ich, extrem viel. So, jetzt aber, was passiert denn hier alles? 262 Leute tot? Okay, unsere gesamte Zivilisation kann jetzt ausgelöscht werden. Ich würde mal sagen, wir aktivieren auf jeden Fall mal einen Hillfall. Wir haben 4 Minuten 58. Wir aktivieren auf jeden Fall unseren Unit Damage. Was war das nochmal? Ah, warte mal. Trigger Next Ability Twice. Hilft einem das auch hier? Heißt das, wir kriegen 400% Schaden oder der gilt länger? Ich mache es einfach mal.
So, 2 × 200% geht wahrscheinlich einfach länger. Oder? Oder 400%. Na gut. Geht los. Oh. Warum machen wir... Ach so. Ah, das zählt pro Schaden. Ah, okay, alles klar. Wir müssen wie blöde jetzt Archer produzieren. Das geht dann immer nur einmal. Ja, verstehe. Interessant. Okay, aber wir haben noch genug Hilforce. Das sollte funktionieren. Wir müssen jetzt einfach... Ach nee, einen Archer haben wir noch. Holzboost können wir auch noch machen, richtig. Ja, das erste Hilforce ist noch nicht mal erreicht. Wir sind starving. Kann ja auch mal ein bisschen gegenarbeiten. So, jetzt haben wir es. Ich würde sagen, wir aktivieren mal das nächste Holz vor. Okay. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Aha. Hier unten einen neuen Economy Hero. Ja. Der ist gut für Pottery, die wir auch aktiv haben. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir, setzen wir rein. Ja, Nahrung bei Null ist halt so, ja, wir sterben ein paar Leute. 38 Verluste schon. Das ist halt ein bisschen nervig. Na gut, wir haben erstmal den Aufstieg. Und? Wie geht's jetzt weiter? Ah, okay. Your civilization will end? Hä? Ach so, dann wird alles... Warte mal, dann wird alles weggemacht? Muss man dann komplett neu bauen? Geht's dann richtig normal los? Okay, das ist wahrscheinlich nur sinnvoll... Roguelike, aber warte mal, ich hatte... Stopp. Ich hatte aber gesehen... dass es irgendwie Industriezeitalter gibt, moderne und sowas alles. Wann kommt das denn? Oder ist das noch nicht drin, weil Early Access ist? Ah, okay. Ja, musst du freischalten. Ah, okay, alles klar. Ja, cool. Habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das Spiel so funktioniert. Dann machen wir das mal. Okay, das wäre natürlich schön, wenn man gewusst hätte, dass man hier 500 Bevölkerung erreichen sollte und 10 Quests. Das wäre alles easy zu erreichen gewesen. Ich meine, trotzdem nett gemacht. Also das finde ich schade, dass es da irgendwie so eine offenbar inhärenten Ziele gibt, die man vorher nicht kennt, ehrlich gesagt. Die Frage ist... Okay, verstehe. Oder hätte man die kennen können? Die bleiben aber immer gleich. Da gibt es eine Anzeige... Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir möglicherweise jetzt nicht in die neue Ära kommen. Muss ich mir das jetzt merken? Oder ihr schreibt euch das mal sicherheitshalber auf. Das ist ja doof. Das hätten wir wirklich besser... Oh, warte. Oh, krass. Ach, und damit kaufen wir uns Punkte. Okay, das muss man jetzt mal wissen. Ah, wie cool. Okay.
Ah, schaut mal, hier kommen wir jetzt in die klassische Ära. Ah. Oder Stonehenge Wunder. Ach so, das sind die Äras. Ah, sehr schön. Mittelalter. Okay, Gott sei Dank, wir haben zwei freigeschaltet und können in die klassische Ära zumindest kommen. Die neue Ära kommt im neuen Durchlauf. Ach so. Oh mein Gott, wie cool aber irgendwie. Das ist schon fetzig. Was gibt's hier alles? Also das sind die Äras. Industrie, Moderne. Extension Tier 2, coming soon. Okay, das sind dann Startverbesserungen, die man sich kaufen kann. Spannend. Ah, okay, man fängt immer neu an, nur mit neuen Helden, das ist schon sehr repetitiv. Ah, okay, verstehe. Ja, aber ich würde sagen, wir wollen jetzt nochmal versuchen, in die klassische Ära zu kommen. Das sollte jetzt noch ein Ziel sein. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und vielleicht ein bisschen mehr Punkte bekommen. Tatsächlich. So starten wir wieder neu. Habe ich jetzt einfach nicht kaufen gedrückt? Oh nein! Das Spiel gibt einem keine verdammte fuckige Warnung. Und man kann es jetzt nicht kaufen. Wie bitte? Warte mal. Oh nein. Das ist doch bekackt, oder? Lernen durch Sterben. Ja, toll, wir haben unsere Punkte, aber wir können jetzt nicht in die klassische Ära. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil das bedeutet, dass wir heute Abend garantiert nicht mehr sehen. Das ist in der Sache jetzt okay, verkraftbar, aber... Da war ein Dialog, den ich... Ja, warte mal, jetzt erstmal, wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Sachen an. Erstmal würde mich interessieren, sieht man irgendwie, ihr sagtet Maus over here, welche Ziele man erreichen kann? Nee, sehe ich nicht. Also sieht man in-game, was man erreichen kann, um Punkte zu sammeln? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Im Hauptmenü... sehe ich das nicht. Sieht man Chronix Echo? Dann zeig mir mal, wo, sag mir mal, wo man das sieht. Das würde mich interessieren, wo man jetzt hier das sich anschauen kann. Es gibt später ein Wunder, das die Anzeige bringt. Oh mein Gott, ach so, okay, alles klar. Okay, wenn du den Aufstieg erforscht hast, kannst du über den Knopf hovern. Ah, ah, verdammt. Okay, jetzt bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich bin mir nicht sicher, also ich hätte, wäre jetzt super motiviert, hätten wir jetzt die klassische Ära erreichen können. Aber ich weiß nicht, wollen wir das jetzt nochmal machen? Es ist irgendwie ja absolut the same, ne? Ich sehe jetzt auch nicht großartig. Okay, wir haben es jetzt deutlich einfacher, weil wir bessere Helden haben. Aber ansonsten. Im Hauptmenü und kaufen? Nee, denke ich mal nicht, ne? Ich habe jetzt auch irgendwie Angst. Ich könnte auch bis zum Aufstieg rushen. Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir müssen ja einfach dann... Wir brauchen jetzt nicht die ganzen... Also ist die Frage, ob wir das... Ja, ist die Frage.
wenn ich jetzt bis zum Aufstieg rushe, ohne jetzt neue Punkte mitzunehmen, ob wir dann noch in einem dritten vernünftigen Run zumindest irgendwie ins klassische Zeitalter kommen? Mhm. Ja, genau, ich brauche keine Mission machen, ja. Wir könnten uns einfach easy mit Höchstgeschwindigkeit so ein bisschen durch die Zeit rushen. Probieren wir mal das. Ist vielleicht auch ganz nett. Bin ich nicht der Typ für Rushen, aber wir machen das mal. Warte mal, warum kriegen wir jetzt hier laufend die nächste Forschung? Weil wir schon so lange rumgegammelt haben, oder was? Hä, warum geht denn jetzt die Forschung wie blöde? Ach, plus 12 vom Hero. Crazy. Okay, das ist ja easy. Okay, es geht natürlich jetzt immer langsamer. Brauchen wir überhaupt Bevölkerung? Brauchen wir überhaupt irgendwas? Ah ja, mehr Bevölkerung gibt, glaube ich, mehr Forschung, oder? Haben wir noch einen anderen Helden, der die Forschung davon... Wer bringt denn jetzt hier so viel Forschung? Ah, Alvaro Fageles. Plus 12. Gibt es noch jemand, der Forschung bringt? Ja, dann brauchen wir wirklich gar nichts tun. Pass auf, das lassen wir jetzt... Ich mache mal Geschwindigkeitserhöhung. 400%. Und dann ist das zack, zack durch. Mit 3 Bevölkerung kommen wir in das klassische Zeitalter. Ach so, es gibt noch eine Endkrise. Ach ja, okay, Leute. Das ist ein kleines Problem. Ich brauche eine Armee. So ganz so einfach geht's also nicht. Na gut. Okay, wartet mal. Ah, das heißt, wir brauchen ja doch den ganzen Kram. Ist ja doof. Ah, schade. Ich dachte, das wäre so einfach. Na gut. Dann bauen wir erstmal das übliche Zeug. Achso, Forschung soll ich auch noch aussuchen. Wir brauchen aber Bevölkerung auch, ne? Hm. Ah, mit dem Rushen, so einfach ist das nicht. Wir brauchen Hütten und so. Sorgen wir erstmal für Free Space. Und dann sorgen wir für Bevölkerung. Beziehungsweise gehen hier jetzt dann mal auf das Ding. Ja, wir brauchen, glaube ich... Naja, wir brauchen eh alles. Wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, so zu spielen. Okay, wir haben das Ding. Lass uns jetzt keine Bevölkerung verlieren. Schalte ich jetzt mal aus. Zwei haben wir. Okay, funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich Speerleute haben. Gut. Die Frage ist, wie viel Bevölkerung braucht man? 3 Speerleute. Wir sind immer noch im Plusbereich. Wir machen das jetzt so freihändig. Oh, jetzt gibt es Feuerwahrscheinlichkeit. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir dürfen jetzt keine Hütten mehr bauen. Jetzt kommt das Encampment dran. Wir müssen mehr Bevölkerung haben. Ja, geht doch gut voran. So, wir sind im Minusbereich. Starving ist nicht gut. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 3 Armee. Gleich haben wir das Encampment. Weiter. Oh, schaut mal, wir sind ja auch gut vorangekommen. So, Bogenschützen machen wir erstmal nur kurz vor Schluss. Die Windmühle ist jetzt nicht so mächtig wie eben. Nehmen wir die mal als nächstes.
Das Encampment haben wir jetzt gleich. Da ist es, sehr gut. Ich würde sagen, bauen wir uns jetzt erstmal die Hillforts auf. Obwohl, dann verlieren wir... Ja, genau so. Hütten, halt, stopp. Achso, ich kann den nicht aufbauen, ohne das zu aktivieren. Dann machen wir das so. Das muss jetzt aktiv bleiben. Ja, wir sind ein bisschen knapp an Arbeitern. Wir müssen auf jeden Fall auf die 100 kommen, um den zweiten Arbeiter zu erhalten. Und das hier ist nachher wichtig für den Kampf. Diese Boni können uns ja doch irgendwie helfen, ne? Nehmen wir die nochmal mit. Okay. Immerhin Forschungsbonus, das ist ja das, was wir auch wollen. Hier zwei neue, wenn ich es richtig sehe. Ein 6er und ein 5er. Ist der 6er cooler? Nee, ist er nicht. So, das. Damit brauchen wir auf jeden Fall zwei Charges. Haben wir. So, wir sind plus in der Nahrung. Wir haben die Windmühle. Machen wir erstmal das. Die Windmühle wollen wir auch bauen. Die Frage ist, was wollen wir zuerst bauen? Ja, es ist schade, dass man nicht am Stück spielt, aber natürlich, je weiter du kommst, umso mehr spielst du am Stück. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gag, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, jetzt haben wir das Ding. Das macht uns einfach nur nach. Das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Das wären wir, glaube ich. Obwohl, das gibt uns 6 Speerleute. Doch, es ist nötig. Es ist sogar sehr nötig. Also ich glaube, für die Endkrise brauchen wir das alles. Und die Shortage, können wir die vielleicht ignorieren? 0,6 ist nicht so viel, ne? Den Marktplatz brauchen wir eigentlich nicht, müssen wir halt nur erforschen. Und dann die Archer. Dann sind wir schon da. Hütten wollen wir eigentlich nicht. Speerleute. Mehr. So, da sind wir jetzt voll. Bauen wir die Windmühle. Es könnte uns noch helfen, weil wir eine Fähigkeit doppelt triggern können. Wäre eine Möglichkeit. Wir verlieren Leute. Wir haben die nächste Forschung. Dann kommt jetzt der Archer und dann sind wir beim Aufstieg. Ja, ging doch relativ schnell. Das wird uns wahrscheinlich 0 Punkte geben. So, da ist die Windmühle da. Das heißt, wir können das nutzen, um das zweimal zu machen. Jetzt haben wir plus 11 Nahrung, ist also überhaupt kein Problem. Jetzt sind wir gut dabei. Nee, ich mache jetzt keine 5. Nee, ich ziehe das durch. Wir wollten jetzt schnell unseren Rush machen und der Rush ist da. Wir machen jetzt keine Punkte. Ja, gut, man könnte 500 Bevölkerung machen. Ja, okay, ich gebe es zu. Das ist relativ simpel. So, wir haben unser Archer. Okay. So, jetzt sagt ihr, jetzt steht hier, was man bekommen kann. Ich sehe es nicht. Oder erst, wenn man es erforscht hat. Also im Moment steht es hier nicht. Oder erst, wenn man eine Krise überlebt hat, bevor man dann... Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die 500 Bevölkerung voll. Wenn es, also vorausgesetzt, das reicht mit der Nahrung. Bringt uns nochmal einen Anführer. Ein 7er, aber da haben wir Ozymandias. Ja, der ist besser. Okay, wir kommen ganz gut hinterher mit dem Hüttenbauen. Das passt alles soweit. Plus 6, plus 5,8. Na, was meint ihr? Ich glaube, das haut nicht hin mit der Nahrung. Würde ich mal behaupten. 4,8, 285. Bin mir nicht sicher.
Fraxa sagt doch. Wir werden sehen. Ja, gut, stimmt, weil wir noch einen Arbeiter bekommen. Dadurch haut es hin. Ja, oh, wir haben kein Free Space. Müssen wir noch ein bisschen dafür sorgen. Okay, mit 500% ist es natürlich echt gut zum Managen. Cool, wie hier hinten die Hütten stehen. 419. So, damit müssen jetzt die Häuser ausreichen. Ah ja, das wollen wir jetzt vermeiden. Plus 2,5. Okay, tatsächlich, die 500 schaffen wir. So, jetzt haben wir sie. Prima. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt das hier. Plus 100 in der Sekunde, das heißt, es geht gleich gut los. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Wir sind soweit voll ausgestattet. Man könnte jetzt noch versuchen, hier irgendwelche Anführer reinbringen, die vielleicht noch ein bisschen mehr... Was ist das für eine komische Sortierung? Die noch ein bisschen mehr Schaden bringen. Ja, aber es geht schon so, oder? Alles Anführer. Okay, jetzt haben wir es. Perfekt. So, da das Spiel danach für uns eh zu Ende ist, können wir eigentlich alle Blocks ausgeben, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal durch. Wir starten einmal den Trigger. Wir starten das. Wir machen das, das. Machen wieder den Trigger. Starten das. Machen das, das. Zweimal und bauen die Archer nach. Beziehungsweise können doch Holz holen. Zack. Okay. Ging also mit Abstand schneller, als ich dachte. Kriegen hier sogar noch einen schönen Helden. Noch ein Achter. Hilde Adamiak. Ja, aber die 12 plus 12 Forschung ist einfach super gut. So. Jetzt aufpassen. Jetzt möchte ich mir erstmal anschauen. Ah, okay. Okay, hier sehen wir, das heißt, in vier Bereichen, war das nicht mehr? Also Bevölkerung bei 1000 würden wir dann den Silbern bekommen. Technologien sind ja nicht möglich, interessanterweise. Die kriegt man dann halt nur, wenn man schon den Classic Perk hat. Und bei Workshops ist auch nicht mehr möglich. Ah, so ist das System. Okay, verstehe. Bei den Krisen hätte man wahrscheinlich über mehr Aktionen auf dem Feld noch ein bisschen mehr rausholen können. Auch interessant. Okay. So, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt nochmal einen silbernen. Ja, nicht vergessen, beizudrücken. Oh, stimmt. Technologien haben wir automatisch mitgenommen und die Workshops auch. Oh mein Gott. Okay, dann war der... In 9 Minuten haben wir mehr bekommen als zuletzt. Ist ja lustig. So. Jetzt. Wir haben 5. Das heißt, wir können uns jetzt in die klassische Era einkaufen. Jetzt drücke ich Buy. Und wir könnten theoretisch... Nee, dafür bräuchten wir 5. Ah, okay, alles klar. Wir können uns jetzt hier einfach noch einen Bonus kaufen. Zum Beispiel Startgold 250. Ein Extra Worker. Oder... Stonehenge. 10% Punkte pro Tech. 6% irgendein Risiko. Stonehenge klingt doch irgendwie... Das, pass auf, das finde ich noch ein schönes Ziel für heute Abend. Wir wollen das klassische Zeitalter erreichen und wir wollen Stonehenge bauen. Finde ich gut. Nehmen wir. Zack.
Es geht wieder los. sehr schön. Irgendwie, also ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Jetzt, wo man gesehen hat, dass man, wie man auch ein bisschen durchrushen kann, dass man jetzt nicht so die lange Spielzeit braucht, ist ganz gut. Das ist aber noch ein riesen Megasprung von Neolithic auf Classic. Ja. Aha. So, jetzt haben wir hier Stonehenge. Kostet uns, was, nur 100? 10% per Tag. Das kapiere ich nicht ganz. Wir kriegen 17%, 17 Tags. 170%. Aber es gibt irgendein Risiko, was auch immer das ist. Schaut mal, wie viele schöne Gebäude es später noch gibt. Crazy. Leader sortieren. Warum sollten wir jetzt die Leader sortieren? Das sind unsere Leader. Nur weil der eine... Aber ich verstehe das Sortierungssystem nicht. 8, 5... Was ist denn das hier noch? Okay, das ist Sortierung bei Rarity. Na egal, wir haben kein Geld, wir können die nicht merchen. Ach so, 17 Tags heißt dann 18,7 Tags, nicht 170. Ah, ich verstehe. Okay, schau mal, jetzt gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was das ist. Bei Erforschung einer Tech besteht 10% Chance auf einen Bonus und du hast dauerhaft 6 Krisenrisiko, ist die zweite Variante, oder? Ja, okay, das wird von einem anderen noch bestätigt. Wahrscheinlich ist es so. Mit 10% Wahrscheinlichkeit pro Forschung einen Aufstiegspunkt. Okay, man sollte also möglichst schnell Stonehenge bauen, würde ich mal sagen. Naja, wir machen jetzt erstmal Forschung und ja, wir müssen erstmal, wir können doch nicht mal eine Hütte bauen, doch, die haben wir hier. Das geht ja ratzfatz. Oh Gott, das geht so schnell, dass wir uns durch unseren Leader, dass wir hier gar keine Gedanken uns groß machen müssen. Die Frage ist, wollen wir jetzt eigentlich mehr erreichen? Wollen wir irgendwelche Quests erreichen? Nö, ich glaube nicht, ne? Das bringt uns jetzt eigentlich nicht so viel weiter. So, was machen wir denn jetzt? Hütten erstmal ein bisschen bauen. So, und da ein bisschen Bevölkerung sammeln. Wir müssen erstmal unseren ersten Arbeiter haben und sowas alles. Ja, ja, ich, stimmt, ich sollte richtig vor den... Oh mein Gott, ja. Ich sollte natürlich, bevor wir überhaupt die ganzen Tags haben, sollte ich natürlich Stonehenge bauen. Das war unclever. Das sollte als alles allererstes gebaut werden. So, da steht es. Sehr schön. 10%, 6% Krisenrisiko. Mhm. Okay. Na, mal sehen, ob wir... Das ist ein bisschen ein Problem, weil wir natürlich jetzt keine Speerleute haben. Die sollten wir vielleicht als erstes mal bauen, damit wir auf eine Krise auch reagieren können. Genau, Stonehenge ohne Soldaten ist gefährlich, deswegen starten wir jetzt erstmal die Soldaten. Okay, wir können auch hier Gamespeed ein bisschen wieder hochzirkeln. So, jetzt haben wir unseren ersten Soldaten. Ah, okay. Und da kriegt... das ist aber stark. Das finde ich schon stark. Sehr coole Sache. Wir machen jetzt mal die Militärsachen immer zu Ende, am Ende erst. Den brauchen wir nur so lange, wie wir die zwei Charges haben, würde ich sagen. So, ab jetzt verlieren wir allerdings Bevölkerung.
Das heißt, wir brauchen mal schnell irgendwie ein bisschen bessere Nahrung. Oder ich schalte den erstmal aus. Ja, wir machen mal auf 300%. So, was gibt uns noch Nahrung? Hier oben Mehl. 5,2, jetzt können wir das erstmal wieder anmachen. Sehr schön. Ach so, das können wir jetzt noch aktivieren, ne? Aha, okay, damit haben wir das. Warum sollte ich Missionen machen? Nö. Ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so entscheidend. Ich will jetzt erstmal, ich will die klassische Ära sehen. Dann, im Notfall kann man dann immer noch Missionen machen. So, wir haben zu viel freien Platz. Oh, Hillforce müssen wir eigentlich dringend bauen. Nächste, das nächste Ding. Krass. Das ist, bringt ja echt viel. Man kommt dann doch relativ weit, ist das Gefühl. So, ein Hillforce. So, das können wir jetzt erstmal ausschalten. Wir müssen jetzt mehr Bevölkerung generieren. Eine Mission für zusätzliche Worker. Aha. Ne, das ist Bevölkerung, ne? Ich sehe hier keine Mission für zusätzliche Worker. Also, ich habe, also wenn ich eine machen würde, ja, okay. Aber jetzt hier 4 Missionen mache ich nicht. Wir rushen durch. Wir haben es ja gesehen einmal, wie es geht. Ich will die klassische Ära jetzt einfach noch ein bisschen auskosten. Ey, krass, der nächste Punkt. Das ist ja so mächtig. Die mit dem Fernrohr bringen Worker? Free Option Choice. Draw Random Dilemma. Okay. Gut, wenn ihr meint, starten wir das. Probieren wir es aus. Die sind natürlich schon wertvoll. Also wir haben schon 3 Arbeiter mit 5,7. Das ist super. Okay, können wir noch was anderes bauen? Im Moment nicht, aber wir müssen die nächste Forschung wählen. Das haben wir auch erledigt. Ja, Baracken jetzt. Wird Zeit. Arbeiter haben wir genug. Das können wir noch aktivieren. Irgendwas doch noch, ne? Das hier. Okay. So, die Pottery. Wir sollten bauen. Das Encampment. Das sollte zügig gehen. Nächstes Ding fertig. Ja, dann machen wir wieder die Arches. Oh, was ist das denn hier? Ah, okay. Das ist gleich Teil. Ah, man steigt dann gar nicht mehr. Ah, ich verstehe. Ah, cool. Oha. Da kommt ja einiges auf uns zu. Na, hervorragend. Wir rushen erstmal bis hier durch und dann sehen wir weiter. Dann spielen wir ein bisschen langsamer. Machen vielleicht auch Missionen. Müssen wir sehen. Ach, die Konvertierung zum Village nach 4 Missionen bringt den Worker. Okay, ich verstehe. Machen wir uns erstmal das Breeding. Oh, was, wie, wo? 41%. Warte mal, das ist eine Revolutionäre. Hä? Was führt dazu jetzt? Breeding. Das war doch vorher keine revolutionäre Forschung. Warum ist das jetzt eine revolutionäre Forschung? Na, da sollten wir vielleicht vorher den Bogenschützen haben, bevor das kommt. Dann machen wir das erstmal. Das verstehe ich nicht. Okay, jetzt kommt dieses komische Dilemma. Ein Investor Tribe. Okay, es ist eine neue Mechanik, die eingeführt wird. Verstehe. Gut, wir haben ein fremdes Dorf gefunden. Wir können das als unser eigenes claimen. Gibt uns Geld, wir müssen Krieg führen. Gold gegen Nahrung oder Handelsroute etablieren. Handelsroute finde ich gut. Wir brauchen da jetzt keinen Krieg starten. Für uns im Moment denke ich nicht relevant.
So, da haben wir jetzt das. Dann gehen wir traditionell. Ja, machen wir es mal Hill vor. Ist bei 0,2. Wir bräuchten tatsächlich ein bisschen Nahrung. Machen wir erstmal das Hill vor hoch. So. Das sieht jetzt gut aus. Wir wachsen noch. Hier sammeln wir unsere Charges. Und jetzt haben wir aber gleich die Windmühle. Vielleicht machen wir die zuerst. Damit wir. Kannst du mir die mal geben jetzt? Gehe ich jetzt doch mal schon auf. Obwohl, warte. Ihr habt gesagt, es lohnt sich, erst das Upgrade zu machen. Wo können wir nochmal. Ah, mit der Windmühle, ne? Da kommen wir auf 6. Bin mir nicht mehr sicher. Da ist die Windmühle. Was bringt nochmal 6? Das wollen wir machen, bevor der Archer kommt eigentlich. Machen wir erstmal einen Marktplatz. Okay. Die Mission erneuern. Ah, ja. Stimmt, die Mission erneuern. So, die Windmühle läuft nicht automatisch hoch. Die müssen wir ein bisschen triggern, damit wir hier auch unsere Nahrung bekommen. So, da setzen wir mal rein. Jetzt haben wir wieder 12,9. Das passt. Sehr schön. Aber was brachte hier nochmal plus 6? Wir brauchen das ja auch noch. War das dann doch das hier unten? Okay, jetzt haben wir direkt das Risiko. Nehme ich jetzt mal einen Kauf. Ach, Granary war das. Okay, jetzt haben wir die soziale Krise. Na toll. Ja. Na kommt. Wir können ja dann noch aufladen. Wir nehmen mal. Einmal das, einmal das. Okay, das war ein bisschen over the top. Okay, weil wir die Granary noch nicht gebaut haben, können wir das nicht machen. Dann machen wir das jetzt als nächstes. Passt. Ich hoffe, wir kriegen nicht noch eine soziale Krise. Ja, dann können wir auch das wieder besetzen. Hervorragend. Haben wir jetzt keinen Arbeiter mehr. Okay. Ah, Game Speed wird wieder runtergesetzt nach einer Krise. Ich wunderte mich schon. So, jetzt nehmen wir die hier raus und da rein. Ja. Jetzt geht's, genau. Und jetzt können wir nämlich hier 6 haben. Und die brauchen wir auch. Wir haben das. Damit ist die Krise vorbei. Wir haben hier noch was freigeschaltet. Hervorragend. Dann, nee, wir machen noch nicht das. Kann ich es nochmal deselektieren? Wir wollen erstmal die Sperrleute alle haben. Wir haben wieder ein Dilemma. Okay. Sie essen Menschen am lebende Menschen. Die haben unsere letzte Expedition aufgegessen. Wie bitte? Wir könnten Krieg beginnen. Oder. Ah, kommt. Wir können die nicht so leben lassen. Wir müssen Krieg starten. Geht nicht anders. Wir haben nur einen Speerkämpfer. Das wird sich aber gleich ändern. Verdammt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, wir haben die besiegt. 200 Bevölkerung nebenbei auch bekommen. So. Ich wollte, wie gesagt, die erst, wenn wir die Speerkämpfe haben. Das mache ich jetzt auch. Die nächste soziale Krise jetzt wegen den 6%. Ja, okay. Jetzt ist es doch nicht so einfach, ne? Hat ein bisschen zu kämpfen hier. Was auch völlig okay ist. Ah, der ist stunned jetzt. Interessant.
Speerleute gehen relativ einfach, schnell zu bauen. Gibt uns noch einen Held hier. 4 neue haben wir inzwischen. 6, 5, 7. Aber glaube ich nicht besser als Ozymandias. Ignorieren wir. Gut. Du kannst es erforschen, musst aber noch nicht draufklicken. Ja, stimmt. Das geht ja. Dann machen wir das. Guter Hinweis. Wir brauchen aber vorher wieder Hütten. Das geht nämlich hier wieder ruckzuck hoch. Also jetzt hier Speerleute. Und danach drosseln wir mal ein bisschen das Tempo. Da kriegt man ein Herzkasper. Ach so, ich wollte ja eigentlich hier noch wieder hin. Ja, genau. Die Quest. So, damit haben wir jetzt 6 Speerleute. Jetzt kommt noch Hilfor. Brauchen wir noch. Und zwar, ja, jetzt kann ich draufklicken. Genau, hervorragend. Und noch eine bekommen. Das ist ja unglaublich. Wow, damit können wir auf jeden Fall, wenn wir das wollen, sogar ins Mittelalter vordringen. Okay, wir können auf jeden Fall jetzt weitermachen. Division of Labor. Pro Arbeiter 0,02 Gold. Interessant. Und eine Krise, die wir damit auslösen, wenn ich es richtig sehe. Es kann sein, dass irgendwann Farmland fehlt. Im Moment kommen wir gut zurecht mit der Windmühle, ja. Klar, das ist gut möglich. Wir werden jetzt da auch ein bisschen aktiver werden. Ich habe ja gesagt, dass ich das Tempo jetzt ein bisschen runternehmen will, um jetzt ein bisschen bewusst die Klassik zu erleben. Okay, es kommt also auch eine Krise, wenn man das Zeitalter wechselt, aber eben kein Aufstieg, wenn ich das richtig verstanden habe. Sehr interessant. So, wir würden gerne noch das Hilfor fertig haben, bevor die Krise triggert. Den Marktplatz haben wir noch nicht gebaut, aber wir brauchen erstmal Hütten. Sonst sieht es hier ganz gut aus, würde ich sagen. Wir sind bereit für eine Krise. Jetzt kommt Krise und Dorfbewohner. Gleichzeitig, so eine Sache vielleicht. Wir haben schon Vagabunden. Dem können wir aber entgegenwirken. Okay, tatsächlich, die neolithische Revolution kommt also trotzdem. Ja, dann sichern wir uns mal hier einmal. Starten das, greifen an, starten das, das, zack, zack. Und zack. Und bauen jetzt Archer. Wie blöde. Der erste ist noch nicht mal da. Das sieht doch ganz gut aus. Okay. Sehr gut. Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir jetzt quasi in der klassischen Zeit. Kriegen hier nochmal was zum Freischalten. Super. Einen seltenen Held. Und wir haben hier ein Loser-Village. Okay, dreckige Einwohner, die noch nicht mal das Feuer entdeckt haben. Ist ja wirklich lächerlich. Wow, wir könnten 120 Vagabunden bekommen für 2 Minuten. Dann hätten wir das schon geschafft. Oder wir bekommen 100... Okay, wir können das rekonstruieren. Minus 20% Holz. Finde ich, das ist easy. Das nehmen wir. Damit können wir umgehen. Im Zweifel klickern wir uns hoch. Was qualmt da in der Mitte? Das. Keine Ahnung. Feuer. Herdfeuer. So, sehr schön. Dann wird es jetzt interessant. Was ist das denn? Abode Stonehousing, was auch immer das ist. Das nächste Thema. Sehr schön. Ich denke, wir gucken mal. Wir sind gut dabei mit der Nahrung. Das muss uns keine Sorgen machen. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal unsere Armee wieder aufstocken. Ah ja, die Quest vergesse ich immer. Danke.
um einen dauerhaften Arbeiter zu bekommen. So, wir brauchen Hütten. Okay, wir können Sell Stone machen. Für 1000 Steine 50. Hm. Klingt jetzt erstmal nicht wie so ein guter Deal. Gib uns mal ein paar hundert freie Hütten, denke ich, sind in Ordnung. Man könnte andere Missionen gleichzeitig nochmal, das stimmt. Ja, vielleicht nicht schlecht. Wahrscheinlich sollte man das machen. Ja, wir haben ja jetzt die Armee. Wir haben die Ressourcen, die Möglichkeiten. Ich denke, das sollte drin sein. Allerdings noch so richtig haben wir die Armee noch nicht. Wir müssen sie erst wieder rekonstruieren. So, hier sind wir bei 1. Sehr gut. Oh, schaut mal. Die sehen auch ein bisschen anders aus, die Soldaten. Das ist Stress pur. Ja, das kriegen wir hin. Also wenn, denn jetzt richtig hier. Hatte ich gesagt, dass ich ein bisschen das Tempo runterschalten wollte? Gut, wir gehen zurück auf Hilfor. Wir haben das. Reach 1000 ist jetzt eine Quest. Bei 1000 kriegen wir auch den nächsten Arbeiter. Was können wir jetzt bauen? Was ist das? Aha, okay, das bringt Hauskapazität 42. Wow! Ich bin beeindruckt. Okay, wir gucken mal. Straßen bringt uns einfach plus 1 Nahrung pro Klick. Finde ich jetzt nicht so überzeugend. Stonewall. Das wird ein Gebäude sein. Wird vermutlich die Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Plus 1 Steine. Peitschen. Lumbermill kann abgegradet werden. Das ist gut. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit Weizen. Das ist tendenziell ein Thema, das wir angehen müssen, ein bisschen mehr Nahrung zu bekommen. Okay, so. Das Dilemma. Wir können für 80% mehr Forschung haben. Das finde ich gut. Okay, wir haben eine Technologie, die uns interessiert. 10% Aufstandsrisiko. Ach komm, die 60 können wir uns doch leisten. Nebel. Und zwar auch jetzt direkt. So, warte mal, hier sind wir voll. Ich warte nochmal aufs nächste Hilfor. Okay. Warum? Macht es irgendeinen Sinn, Hütten zu bauen, wenn man das bauen kann? Ja, wegen Stein und Holz, ne? Aber ich würde sagen, wir sollten mal anfangen, den Marktplatz zu bauen. Wer weiß, ob wir ihn irgendwann brauchen. Im Moment nicht. Halt, hier ist es soweit. Ah ja. Okay, das ist jetzt ein Dorf und wir haben einen Arbeiter mehr. Das ist cool. Das gefällt mir. Wir sollten die Sachen auch nebenbei machen. Wir sollten die Billo-Mission jetzt alle machen. Sterne können wir einsammeln? Nee, ja. Mal sehen. Nee, wir haben im Moment keine aktiv, wenn ich das richtig sehe. So, ein Arbeiter mehr sichert uns jetzt erstmal locker Nahrung. Wir könnten das hier sogar anschalten, haben immer noch ein schönes Plus. Bekommen dadurch dann ein bisschen mehr Holz. Sollten wir wahrscheinlich tun. Okay, wir kämpfen gegen die Barbaren. Das sollte easy peasy sein. Okay, das lohnt sich ja wirklich. Dann lasst uns hier den nächsten Fight gleich starten. Hervorragend. Die Truppen sammeln sich. Ich muss sagen, man kommt in einen ziemlich krassen Flow bei dem Spiel. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, boah, das wird mir irgendwie zu hektisch, aber ich bin jetzt voll im Flow. Ich will es immer weiter vorantreiben. Und ich muss, warte mal, pass mal auf, Leute. Wir machen mal Folgendes. Ich habe Auto-Slowdown aktiviert. Ich bin jetzt gerade auf Highspeed. Deswegen machen wir den mal weg, weil dann wird in der Krise nicht immer wieder das Tempo runtergestellt. Games wie 200% gefällt mir nämlich ganz gut. Ein Archer mehr.
Naja, man will alles freischalten. So, minus 1,7 sind wir aber jetzt. Ach so, wegen des Marktplatzes. Den brauchen wir aber jetzt nicht. Lassen wir die hier lieber in Plus laufen. Ja, bauen wir jetzt mal diese Dinger hier. Ja, sieht auf jeden Fall, wahrscheinlich Feuer ist vielleicht auch noch tatsächlich ein Thema. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Irgendwelche Häuser, die anders sehen? Okay, 1000 Gold ist ein Questziel. Das ist auch interessant. So. Dann werden wir mal dieses Lumbermill upgraden. Mal gucken, was da passiert. Ja, man könnte natürlich überlegen, ob man den Marktplatz dann doch aktiviert, um ein bisschen mehr Gold zu bekommen. Aber dann sind wir schon im Minusbereich, wenn wir ihn aktiviert. So, ein Mammut. So, ich würde sagen, ja, jetzt nehmen wir die Nahrung, weil dann können wir nämlich den Marktplatz aktivieren. Den nehmen wir auch noch mit und es geht gleich weiter gegen den nächsten Mammut. Auf geht's und in 2 Sekunden kommen schon die anderen. Oder so. Bis dahin haben wir jetzt unseren Archer direkt gebaut. Bauen damit weiter. Was habt ihr da drauf? Ihr habt nichts drauf. Und weiter geht's. Ich bin voll auf Speed, Leute. Ah, sehr schön. So, der nächste Archer. Lehmhütte zu bauen macht mehr Sinn. Ja, ist das so? Achso, das sind Lehmhütten. Zum einen bekommt man pro Klick mehr Stein als Holz und das Verhältnis der Gesamtressourcen ist günstiger. Dritte Mission, ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Halt, warte mal, wir haben doch 2 Missionen am Laufen. Achso, eine dritte? Nee. Die dritte ist, das sind schon stärkere Missionen. Wir haben erst Kultur Level 6 erreicht. Das ist, glaube ich, zu fett. Das ist der Rausch der Macht. Ja, genau. So, wir gehen auch auf 250%, Leute. Ah, wir können aber hier irgendwas freischalten. Eine Startgeschichte, ne? Ja, irgendwie so ein popligen. Haben wir einen. Wir haben 8er und 4er. Warte mal, den müssen wir uns angucken. Make sure you don't use a weak hero for too long. Wieso? Ozymandias ist doch nicht weak. Also bitte. 2 bis 3 macht er auch. Plus 34% Damage ist natürlich interessant. Okay, der andere hat 24. Eisen und Soldatenkapazität. Eisen wird wahrscheinlich irgendwann eine Rolle spielen. Wisst ihr was? Wir tauschen aus. Brandon Bartosiak wird es. Wir könnten jetzt Auto-Combat machen. Machen wir aber nicht. Wenn man auf den Stern bei den Aufgaben klickt, springt man direkt zum Bonus. Ah, okay, alles klar. Bezieht sich nur auf den Milizschaden? Das stimmt, das ist doof. Okay, gutes Argument. Dann nehmen wir ihn wieder raus. Dann wollen wir ihn nicht haben. Er ist doch nicht gut. Fehlinformation. So, wir sind hier voll. Wir haben keinen Arbeiter aktiv, weil wir Geld verdienen wollen. Vielleicht nebenbei noch die Quest erfüllen wollen mit den 1000. Aber wir haben irgendwas erforscht und Upgrade Lumbermill, was auch immer das bedeutet. Wir gehen mal auf Stonewall. Ja. Ich sehe aber hier kein Upgrade. Vielleicht, ach, der macht mehr einfach. Plus 2 Holz pro Sekunde. Ich glaube, das ist der Unterschied. Würde ich mal vermuten. So, die nächsten Mammuts kommen. Gleich wieder ein Schuss. Wir nehmen uns das. Und die Barbaren kommen. Okay, alles klar. Damit haben wir 2 Quests erfüllt. Forschungsbonus. Achso, ich sollte irgendwo raufklicken. Schon wieder vergessen. So, wir haben 382 Gold. Das ist gut. 3,8 durch den Bonus ist auch gut. Okay. Ich wollte gucken, was wir gerade... Nee, Stonewall, alles gut. Neue Steinhäuser sieht man ganz klein im Hintergrund. Da hier, ne?
Genau, da sind sie. So, ich guck mal. Oh, wir können... Warte. Lumbermill New. Wir müssen das Upgrade noch bauen. Aber erstmal müssen wir wieder unsere Soldaten reinbringen. Halt. Und wir müssen wieder losziehen. Das wird hart. Aber das kriegen wir. Bis dahin haben wir unser Archer. Das ist ja auch hier voll. Das ist die Mauer. Was bringt die denn? Ja, wir müssen erstmal unser Archer vollbringen. Das ist ein bisschen hart. Zwei Quests hintereinander war vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben von mir. Okay, aber Mauer sehe ich hier noch nicht. Wir machen mal das Upgrade. Plus 3. Forschung, ja. Stonewall. Ah, die Mauer ist die Verbesserung vom Fort. Das kann sein, ja. Machen wir die Geschichten erstmal. Wobei, ah, stimmt, ja, hier. Stonewall, 3 bis 5. Ah, und Effekt ist 1 bis 2 Blocks. Das heißt, man kann tatsächlich mehr Blocks haben. Sehr cool. Ich glaube, hier investieren wir einmal Holz. Dann kann das nämlich da auch wieder ein bisschen hochlaufen. Und bin am Überlegen, ob wir uns hier auch mal einmal gönnen. Ja, kommt. Das war 113 Bevölkerung minus 2. Aber wir kriegen ja bald das Feld von den Barbaren. Dann sollte es kein Problem sein. So, jetzt haben wir erstmal die Mammuts. Das ist noch nicht die Endkrise. Deswegen machen wir hier einmal nur zack, zack. Ja, kommt. So, jetzt kommt es. Was haben wir hier? Barbaren von Kasilov. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt machen wir das, triggern das, machen das, 1, 2, fertig. Zack. Hervorragend. So, ein Elite-Hero. Wir nehmen auf jeden Fall das noch mit, das Geld mit. Und können das jetzt aufwerten. In Farmland. Und haben jetzt den starken Bonus. Außerdem ziehen wir hier jetzt nochmal dahin. Oh, das sieht schon sehr modern aus hier. Meine Leute verhungern nicht in Massen. Meine Leute leben und wachsen. Das war nur kurz. Ist doch alles kalkuliert, Leute. Ist doch nur ein Zwischenmoment. Eine Sekunde der Krise. Horseman. Granary Upgrade. Horseman klingt aber auch cool irgendwie. Ach komm, wir machen erstmal ganz in Ruhe das. Ja, das geht ganz schön schnell, weil wir hier so ein bisschen auf Speed sind. Wir machen jetzt erstmal Lumbermill Upgrade. Ich glaube, wir... 22 Free Space, müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wir nach dem Lumbermill Upgrade dann deutlich schneller wieder die Speerleute haben können. Beziehungsweise auch die Häuser. Ja, ich weiß. Oh, es gibt Probleme. Nee, wir müssen das machen. Wir müssen erstmal für Platz schaffen. Für Platz sorgen. Jetzt machen wir das Upgrade. Okay. So, jetzt müsste das mit den Archern wieder deutlich schneller gehen, weil wir hier plus 10 haben. Super. Das geht ratzfatz. Ratzfatz. Haben wir aber auch keinen Free Space mehr. Also noch ein paar davon. So, sehr schön. So, was kriegen wir jetzt? Hier einen Steinbruch. Horseman. Wheel. Oven. Granary Upgrade. Horseman klingt irgendwie am coolsten. So, 31 Free Space. Wir wollen noch ein paar Archers haben. Wir sind nämlich gleich beim Mammut. Hervorragend. Dann brauchen wir noch ein paar Hütten. Und Mammut Rugby Team of Oak Ridge North. Was ist das für ein Quatsch? Ich weiß nicht, wie schwer das jetzt ist. Ja, komm, wir machen einmal so, einmal so, einmal so. Zack, zack, fertig.
Wir müssen uns auch noch den Elite-Hero angucken. Wir haben so viele neue Heroes. Brauchen wir nicht? Vierer, Fünfer, Sechser, Siebener, Sechser. Ein runder Siebener. Nee, die Soldier Capacity gefällt mir ganz gut. Natürlich ist dieser Republik-Bonus ehrlich gesagt nicht so toll. Da könnte man sich einen anderen gönnen. Der gibt uns einfach plus 25% mehr. Das ist natürlich stark. Margaret Abreu. Und die Steinmauer macht mehr Damage. Die Hero-Rezepte können wir auch mal ausprobieren, das stimmt, ja. Ich würde sagen, wir machen das so. Und die Oligarchie gibt uns automatisch 25% mehr Steine, Holz und Eisen. So. Und jetzt die Rezepte können wir mal auch machen. 4 Common Heroes, egal wie, gibt einen Random Elite Heroes. Okay, das lass uns mal ausprobieren. Jetzt haben wir noch einen 7er. Also wie kriegen wir jetzt Sort by Rarity? Okay, die Commons sind diese hier. Vielleicht muss man irgendwie noch auf... Warte mal. Vielleicht muss man noch auf die Form achten bei anderen Rezepten. Das sind aber nur Rare und Elite. Single Elite, Single Common. Locked. Okay, das können wir noch alles noch gar nicht. Wir können erst das. Okay, wir werden also 4 Commons jetzt einfach umwandeln. Dann mache ich das mal einfach hier so, ohne groß hinzugucken. Vielleicht erstmal die 4er. Das ist vielleicht sinnvoll, ne? Das ist ein 7er. So, Merch. Was bedeutet das? Wir haben keine... Was? Okay, wir haben keine Kulturpunkte. Was sind denn bitte Kulturpunkte? Wo kriegen wir die jetzt her? Dismantle gibt es auch noch. Ah, okay, wir müssen erst welche dismanteln, um Kulturpunkte herzustellen. Wow. Ich mache jetzt einfach mal. Ah, okay, alles klar. Leute, ja, das ist ganz cool. Das ist noch ein nettes Minigame, aber habe ich jetzt tatsächlich keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. So. Ich will weiter auf meinem Speed-Tempo voranschreiten. Hier können wir das jetzt aktivieren, aber auf Kosten von Uprising-Risiko. Genau, behinderten uns in Speed. So sieht's aus. Wir wollen noch ein bisschen Archer haben und wir brauchen Free Space für unsere Leute. Das ist noch wichtiger. 42, 73, hervorragend. Zurück zu den Archers. Voll. Dann Stonewall bauen. Ah, okay. Man baut das jetzt. Kostet dann mehr Stein. So, das haben wir jetzt durch. Jetzt haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Plus 8,6. 15 Vagabunden. Und hier allerdings können wir umwandeln. Sehr schön. Warum sind wir immer noch Kulturlevel 6? Wie verändern wir unser Kulturlevel? Weil das sind jetzt alles zu harte Quests. Egal, wir bekommen jetzt mehr Holz pro Sekunde. 23 Uhr. Ja, Leute, wir kommen noch weit. Das sparen wir uns mal auf. Wir sind ganz gut dabei. Das sind jetzt alles sehr harte Quests. Wisst ihr, wie man das Kulturlevel erhöht? Ach, das ist der Durchschnitt der Helden. Ah. 7668. Okay. Gut, aber wir könnten ja auch sagen, wir sind aber auch gut. Wir können auch die harten Sachen machen. Was gibt es denn hier als Bonus? Exterminate Cannibals. Aha. Convertile to Carry. Ja, Steinbruch. Ich finde, wenn, dann sollte man was Neues machen. Hier oben gibt es wieder einen neuen Arbeiter. Das ist natürlich auch immer nett. Aber ich denke, wir machen jetzt mal die Sache mit dem Steinbruch.
Und zwar, wir machen immer die Kämpfe. Das mit dem Aufstandsrisiko finde ich irgendwie super nervig. Außerdem wollen wir Gold noch, um den Bonus zu bekommen. Das hier. So, 1000 Bevölkerung haben wir auch gleich. Passt. Die Holzhütten sind jetzt wieder effektiver wegen der Holz. Ja, das könnte sein, stimmt. Aber irgendwie ist das doch unwürdig. Wer weiß, vielleicht... Vielleicht ist es auch so, dass sie schneller brennen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Wir machen das weiter mit den Steinhäusern. Schaut mal, wie sie hier schön entstehen. Gefällt mir sehr gut. Plus 5,8 Nahrung, das läuft. Oh, Free Space. Haben wir jetzt zu viel. Wir müssen raus hier. Dann verkaufen wir Steine. Im Moment haben wir nichts Besseres zu tun. Nein, ich habe schon lange die Forschung verpennt. Wie kann das angehen? A Granary Upgrade wäre eine Möglichkeit. Horseman, was bedeutet das? Ist das eine neue... Oh, 30 bis 50 Schaden. Ach, dafür ist Eisen nötig. Erstmals. Und Eisen haben wir 1,3. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt interessant. Wir hatten doch hier irgendjemand mit Eisen, ne? Ja, ihn. 1,2 pro Sekunde. Aber Ozymandias ist so cool. Nee, wir können Ozymandias nicht wegnehmen. Ich würde das eigentlich gerne mal sortieren nach der Art hier, ne? Nach dem, dass man da so ein bisschen... Oder man sortiert sich die, die man eh nicht braucht, alle Sechser nach unten. Um so ein bisschen Überblick zu gewinnen, welche guten man sowieso einsetzen würde. Vielleicht ist das sinnvoll. Und dann kann man sie so ein bisschen nach der Art sortieren. So, versteht ihr? Ja, den brauchen wir auch nicht. Okay. Ja, das hatte ich ja schon entschieden. Der würde uns... Aber Ozymandias wollen wir behalten. Der würde uns tatsächlich Eisen geben. Das ist ganz gut. Aber ich finde diese 12 Forschung, die ist doch fett, oder? Die würde ich immer noch gerne behalten. Nee, den nehmen wir nicht raus. Tja, unterm Strich bleibt alles so, wie es ist. Ich soll die dismanteln. Ja, ich könnte die auch dismanteln. Dann könnten wir natürlich auch schön merchen, aber das können wir vielleicht später noch machen. Lassen wir das mal. 196, okay, da ist 12 jetzt auch nicht so doll. Vielleicht ändere ich das jetzt doch. Mehr Eisen finde ich gut. Nehmen wir den. Gibt das einen Bonus, wenn man alles von der gleichen Farbe hat? Irgendwie... Ach doch, 1,5 Eisen, da unten taucht es auf. Okay. So, Horseman dauert ja ewig mit dem Eisen. Das ist schon ein anderer Schnack. Den 12er Forschungstyp, ja, stimmt. Den sollte man sich aufbewahren. Unbedingt. Für einen Neustart. Ja, guter Hinweis. So, wir haben jetzt eine schwere Krise. Kelten. Mal sehen. Oh, es sieht doch ganz gut aus. Wir machen einmal das, einmal das. Easy going. Okay. Common Hero. Ein Achter. Mhm. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt kriegen wir natürlich immer die besseren. Elite. Wir vergleichen. Wenn der Marktplatz aktiv ist, plus 1. Ah, finde ich jetzt nicht so doll. Nee. Haben wir nicht. So, wir waren hier am Start, ne? Wir machen das ganz... Oh, das ist tödlich jetzt schon. Aber es ging so easy. Ich glaube nicht, dass das tödlich ist. Der spinnt. Die kennen unsere Stärke nicht, würde ich sagen. So, mal sehen, was das bedeutet. Wir machen mal Granary Upgrade als nächstes. Ah, okay.
Da können wir wieder einen Arbeiter reinstecken. Hätten wir einen frei, ja, das würde sogar gehen. Das sollten wir, glaube ich, machen. Der Horseman würde uns natürlich jetzt im Kampf super nutzen. Vielleicht sollten wir doch erst versuchen, den Horseman zu bekommen. Klick auf den... Ah, bringt mich dorthin, ja. Noch einen schönen Anführer haben wir bekommen. Ein Zehner, ein runder Zehner. Oh, jetzt müssen wir wechseln. Plus 53% Steine, leider nur 38 Milizschaden. Ja, warte mal, aber es ist einfach besser. Der Sechser ist besser als dieser, oder? Gibt es irgendwas? Ja gut, plus 53% pro Klick, das ist schon enorm. Ja doch, ja, nehmen wir. Ich bin überzeugt. Archer nachbauen. Oh ja, wichtig. Guter Hinweis. Müssen wir machen. Geht relativ schnell. Ganz vergessen. Wir haben natürlich einen Soldaten verloren durch die Aktion. Aber ich denke, das können wir kompensieren. Wir können natürlich den Horseman steigern, indem wir... Nee, können wir nicht, weil wir jetzt einen anderen... Wir haben jetzt wieder eine Republik. Ja. Hier bekommen wir halt diesen tollen Bonus mit 25%. Ist es das wert? Ich glaube, es ist nicht wert. Die Oligarchie war einfach besser. Wir könnten das auf 150% erhöhen, wenn wir es aktivieren. Auf Kosten von Aufstandsgefahr. Aber ich mache das mal. Bis wir den Horseman haben. Wir brauchen schon wieder Free Space. Oh Gott. Auf zum Horseman. Ob wir den kriegen, bevor der Kampf ausbricht? Gut möglich. Allerdings Klickrate ist ein Problem. So, was haben wir da gerade? Ah ja, Upgrade Granary. Dann nehmen wir noch das Rad. Und gehen weiter. Ich glaube, das Kulturlevel ist eigentlich nicht wichtig. Ist nur so ein Anzeiger, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir brauchen schon wieder... Nein, wir brauchen das. So, kriegen wir... Ah, wir kriegen den noch nicht... Wir kriegen den nicht mehr vor der Schlacht. Schade. Ja, tödlich stand da. Ich glaube nicht, dass das tödlich ist. Das ist ein Gerücht. Pass auf, dann schalten wir das erstmal wieder aus. Ja, wir aktivieren das einmal. Kommt, zack, ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. So, 90, 35. Wir kommen an die 1000 Gold gleich ran. Wir bauen aber erstmal das hier. Und werden gleich die nächste Schlacht starten. Immer noch tödlich. Egal. Wir machen das easy im Moment. Easy going. So. Das haben wir und wir gehen auf... Nee, halt, wir gehen auf Archer. Und wir haben das durchgeforscht. Aha, plus 4, Bronze. Da kriegen wir Metall, endlich. Ich würde sagen, das nehmen wir als nächstes, damit wir das schnell erreicht haben. Das Einzige, was hier tödlich ist, sind wir. So sieht's aus. Das ist die Einstellung, die ich hier sehen möchte. Insofern arbeiten wir mit den Horsemans, glaube ich, vielleicht erst weiter. Nee, doch. Wir versuchen es noch bis zum nächsten Kampf zu schaffen. Nee, wir müssen noch eine Stonewall vorher haben. Finde ich ebenso wichtig. Und vielleicht Upgrade Granary. Kostet ziemlich viel. Kriegen wir aber auch sehr viel. Plus 20 die Sekunde. Versuchen wir es mal rein. Durchzujuckeln. Nahrung läuft gut. Hier sind wir wieder komplett. Sehr schön. Und da haben wir das Granary Upgrade. Sehr schön. Das heißt, ja, wir können hier noch einen Charge mehr nutzen. Ist für uns aber gar nicht so entscheidend. So, versuchen wir es. Oh, jetzt gibt es hier Probleme. So ein bisschen uns gedulden. Was natürlich schwer fällt, wenn man auf Speed ist. Ja, wir haben das. Okay, passt auf. Jetzt wird es interessant mit dem Horseman. Jetzt
plus 4 pro Klick. Das lohnt sich. Baracken-Upgrade gefällt mir sehr gut. Sollten wir nehmen. Aber wir sind jetzt schon... Ah, wir haben eine 6% Krise ausgelöst. Ärgerlich. Die ist sogar unangenehm. Ach, da wäre natürlich der Horseman toll, aber wahrscheinlich auch viel zu wertvoll, um ihn dann einzusetzen. Okay, pass auf. Wir triggern das einmal, knallen das hier durch. Scheiße! Ich habe nie aufgepasst. Wir hätten doch easy peasy das schützen können. Nein! Okay, das ist jetzt ein kleines Problem. Oh, wartet, jetzt habe ich mich ein bisschen übernommen. Kleines Problem da oben. Wir sollten auf jeden Fall auf Archer gehen. Wir müssen das jetzt irgendwie ein bisschen aufhalten. Vielleicht sollte ich auch das Tempo mal runternehmen. Geht jetzt irgendwie nicht. Macht er wahrscheinlich automatisch und macht es wieder hoch. Jetzt ist die Frage, powern wir das raus für diese Geschichte? Kleines Problem haben wir jetzt. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Okay, und jetzt kommt gleich... So, jetzt kommt gleich das nächste Ding. Okay. Free Space haben wir auch nicht mehr. Pass auf, das müssen wir aktivieren, das müssen wir aktivieren. Wir müssen das aktivieren. Das. Oh, das ist doppelt. Okay, ist auch ganz cool. Wir können unsere Holzreserven nutzen. Oh, da haben wir gleich... Oh, sehr gut. Nochmal Holzreserve. Und den Rest kriegen wir so weg. Alles gut. Was? Hat keinen Schaden gemacht? Block by Hero? Was ist das für ein komisches Ding? Hier, da sehen wir die Reiter, die uns hier angreifen. Okay, alles klar. Wir sammeln das ein. Wir sammeln die Heroes ein. Wir haben Vagabunden. Wir müssen auf... Ja, wir müssen auch noch hier reparieren. Wir müssen erstmal ein bisschen für Häuser sorgen. Und sind wir hier durch? Wir haben nur noch Kultur Level 6. Ach komm, das schaffen wir. Auch das schaffen wir. So, zwei freie Arbeiter. Das der Grund ist, weil das Ding kaputt ist und repariert werden muss. Das machen wir mal schnell. Denn wir wollen unser Goldeinkommen wieder haben. So. Okay, jetzt müssen wir erstmal unsere Armee wieder aufrüsten. Neue Helden können wir uns mal angucken. Ja, ein 10er, ein 12er. Oh mein Gott, was kann der denn? Plus 66 Sekunden. Ja, finde ich aber nicht so gut wie der andere tatsächlich. Und der... Plus 29% pro Sekunde. Stunt Crisis finde ich auch nicht so toll. Zumal wir da gar nicht mehr raufklicken. Gut, beim Holz ist es natürlich, aber 43, 66 finde ich jetzt Eisen interessanter. Lassen wir, machen wir nichts. Okay, erstmal wieder unser Archer zurückholen. Das läuft. Vielleicht können wir jetzt das aktivieren, genau. Was war mit Vagabunden verbunden? Man kann jetzt mit 900 Gold plus 30 Stahl für 5 Minuten kaufen. Ja, das würde ich nicht. Ah, warte mal, wir haben ja das, wir haben die Quest erfüllt. Dann könnte man es machen, tatsächlich. Das gibt jetzt bestimmt noch einen tollen. Ein 11er. Jetzt wird es doch aber mal langsam interessant, oder? Oh, 31%. Ein Soldaten, ja, den wechseln wir jetzt. Definitiv. Jetzt ist der Moment gekommen. Damit haben wir, müssten wir eigentlich einen Soldaten mehr haben, aber wir haben immer noch 6. So, wir brauchen... Oder hatten wir vorher 5? Ich weiß nicht mehr. Wir brauchen wieder Platz, weil es geht ja jetzt hier richtig fett voran. Und es wäre gut, wir bräuchten eigentlich hier das hier, damit wir unsere Arbeiter einsetzen. Aber wir müssen erst die Wälle, die Mauern reparieren. Absolut. Okay, wir haben die Forschung.
Die Baracken können wir upgraden, auch wichtig. Mehr Tech finde ich auch gut. Gold haben wir schon erreicht, das Limit. Sehr schön. Hier haben wir jetzt wieder ein Charge. Da auch. Prima. Okay. Was haben wir hier Neues? Ah ja. Four Capacity können wir noch erhöhen, aber langsam plus 8,5 pro Klick. Ist nicht mehr so doll, ne? Das dauert jetzt deutlich länger, interessanterweise. Ja, bauen wir noch eine. Ja, insofern ist diese Mission super wichtig, weil dann kriegen wir den krassen Bonus hier für Stein. Stein ist so ein bisschen tatsächlich unsere Schwäche. Aber das könnten wir auch damit bereinigen. Das müsste eigentlich das nächste sein. Aber nee, wir müssen die Mauern erstmal hochbekommen. Ist, denke ich, wichtiger. Ja, genau. Der Steinbruch wäre wichtig. Den brauchen wir auch, um überhaupt den Bonus von den Bergen überhaupt nutzen zu können. Deswegen müssen wir daran jetzt arbeiten. Immer nebenbei auf Free Space achten, aber das passt. Ah, okay, der ausgetauschte Held, der hatte die passive Steinproduktion, ja. Das ist der Unterschied. Wir müssen kurz, denke ich, hier nochmal nachlegen. Zweimal dürfte reichen. Und machen das hier zu Ende. Werden wir vermutlich schaffen, bevor wir in den Kampf gehen. Und da wird dann natürlich einer arbeiten müssen. So. Jetzt haben wir ohne Arbeiter immer noch plus 1 Nahrung. Das ist okay. So, und jetzt kriegen wir plus 8,8 Stein einfach von selbst. Das ist schön. Außerdem haben wir hier auch einen Steinspeicher dann auch wieder. Sehr gut. Das nächste ist, wir machen das Upgrade vom Encampment oder jetzt doch endlich den Horseman mal fertig. Aber ich glaube, der Horseman wird uns in der Endgame-Krise helfen, denke ich mal. Ah, Forschung. Wie weit haben wir es noch? Ah, den Aufstieg werden wir heute auf jeden Fall durchziehen. Eigentlich minus 5 Nahrung, ja. Ist richtig, aber den können wir uns mit Gold auch noch einhandeln. Sägewerk ausschalten? Nö. Ja. Könnte man machen, aber ich lasse uns erstmal hier den Holzvorrat noch reinlaufen. Finde ich okay. So, jetzt kommt gleich die finale Schlacht. Oh, wir haben Gott sei Dank vorher noch... So, das wird spannend. Also, wir schützen uns da mal. Aktivieren das. 2-2. Ja. Und jetzt müssen wir nachbauen. Achso, ich könnte wieder Holz nutzen. Ja, perfekt. Sehr schön. Ein Elite-Hero. Was haben wir da? Ein Elver. Ne, da lasse ich, glaube ich, den drin, den wir da haben. So, das heißt, wir können das jetzt... Sehr schön. Hier nochmal zum Steinbruch umwidmen. Hervorragend. Okay. Prima, das heißt, wir kriegen jetzt plus 12,5 und sollten uns sicherheitshalber jetzt erstmal wieder aufrüsten, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja, wir sind Level 8, weil wir Helden hier ausgetauscht haben. Ich glaube, der Level 11 Held hat da was ausgemacht. Ja, okay. Wir stagnieren jetzt nahrungstechnisch. Wir haben aber auch alle Arbeiter eingesetzt. Bin am Überlegen. Warte mal, jetzt gehen wir noch hier auf Stonewall. Welchen Arbeiter brauchen wir wenigstens? Ich glaube, den hier im Marktplatz, weil Geld ist kein Thema. Jetzt haben wir wieder plus 12. Das ist doch gut. So, haha. Endlich wieder mal sowas. Jetzt kriegen wir schon dadurch Gold. Das nächste Militär wäre da, die Phalanx. Die Frage ist, wollen wir noch expandieren? Bin ich mir nicht sicher. Die Windmühle wird uns vermutlich helfen, mehr Nahrung zu bekommen.
Da würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Da hinten gibt es wieder einen Arbeiter, oder? Ja, das ist es, glaube ich, nochmal wert. Das machen wir noch. Die Dinger, das ging ja relativ gut. Da kann man diese Events bekommen. Das ist in Ordnung. Sehr schön. So, Stonewall wird so nebenbei mitgemacht. Hervorragend. Dann holen wir uns noch ein paar Hütten nebenbei mit. Ah, schön, wie die ganzen Holzhütten mit der Zeit verschwinden. Oh, Library ist cool. Aber bedeutet, ach gut, hat einen passiven Effekt und einen Charge-Effekt. Die anderen Workshops sind schneller aufgeladen. Das ist auch ganz gut. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier unser Upgrade vom Encampment. Ja, aber das ist stark, das ist wahr. Okay. Ich finde es echt so super, wie sich das so mit der Zeit hier so verändert und mitwächst. Gefällt mir wirklich gut. 2000 Gold ist übrigens noch eine nächste Quest. Ob wir die jetzt noch mitnehmen, weiß ich nicht. Im Moment gehen wir nicht sehr auf Gold. So, hier sind wir auf die nächsten Stufen gekommen. Das können wir nicht ausschalten, weil das wichtig ist für unser Militär. Die Windmühle geht auch auf keinen Fall auszuschalten. Das Einzige, was man ausschalten könnte, wäre die Lumber Mill noch. Das wäre noch okay. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns hier erstmal noch die Charges voll. Und das wollen wir nicht ausschalten, weil wir jetzt sehr viel Kram mit Steinen machen. Wir sind wieder nur bei plus 3,1. Wahrscheinlich, weil irgendein Bonuseffekt weg ist. Ja gut, wir wachsen langsam. Man könnte sich allerdings, das ist ja wirklich billig, ne? Schaut mal, für 20 holen wir uns einfach hier einen kleinen Bonus-Effekt. Ist ja easy. Ja, die Bewohner rauchen tatsächlich. Absolut richtig. So, den schalten wir jetzt mal aus. Gibt uns noch mehr Nahrung. Hervorragend. Und, oh, schaut mal, hinten. Das ist zur Akropolis geworden. Wie cool. So, jetzt können wir nämlich hier noch mehr Verteidigung haben. Charge Effect plus 200%. So, die Windmühle kann Upgrade bekommen. Cottage ist wahrscheinlich noch eine neue. Ah, komm, wir wollen Nahrung noch ein bisschen stärken. Cottage ist wahrscheinlich eine neue Unterkunftsmöglichkeit, schätze ich mal. Und jetzt haben wir hier das erste Ereignis. Ja, die essen wieder Leute. Was ist das denn? 540. Ah, man bekommt Wohnraum. Auf Kosten von 3 Archern. 3 Archer sind eigentlich relativ schnell. Pass auf, das machen wir mal. Oder sind das 540 Leute? Nee, tatsächlich. Okay, jetzt haben wir zu viel Free Space. Das ist ein kleines Problem, ne, wegen Brandgefahr 13%. Aber ich wollte es mal ausprobieren. So, kommt, die Archers nehmen wir mal schnell mit. Ah, jetzt so schnell gehen. Oh, wir müssen dann wieder das hier anschalten. Damit es schnell geht. Das bedeutet aber, wir bekommen. Okay, das war keine so gute Entscheidung. Food Charge gegen Feuer. Was war das? Was war Food Charge? Ach so, ja. Völlig richtig. Ja, absolut richtig. Oh, minus 8,1 ist aber auch heftig. Okay. Wir brauchen wohl dringend mal das Windmühlen-Upgrade. Wir haben unsere ganze Ökonomie jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Lass uns erstmal den Archer noch zu Ende bauen. Und dann gehen wir aufs Windmühlen-Upgrade. Minus 8 heftig. Ja gut, jetzt verhungern. Jetzt hungern ein paar Leute. Oder wir gönnen uns hier nochmal minus 6,1. Stone Charge können wir auch machen. Richtig. Absolut richtig. Komm, wir machen doppelt Stone Charge. Jetzt sind wir bei der Windmühle. Und wir müssen eigentlich die nächste Quest schon wieder machen. Meine Güte. Los geht's. So, wir haben die Windmühle. Was uns jetzt... Oh, cool. 29 gibt. Oh mein Gott. Okay, jetzt geht's richtig ab. Dann bauen wir jetzt die Stone Walls zu Ende.
Hervorragend. Damit können wir auch wieder den Marktplatz bedienen. Plus 17 dürfte reichen. Steine werden automatisch jetzt dazugeholt. Ja, gönnen wir uns jetzt noch einen Food Charge. 2500. Ach, kommt. Ja, sehr gut. Free Space 19, 7,4. Perfekt. Hervorragend. 2300 Bevölkerung. Sehr schön. So, das können wir, glaube ich, wieder ausmachen, die Lumber Mill. Wir haben Brot. Oder was auch immer. Dann kommt jetzt das dran. Okay. Ich bin noch im Flow, Leute. Wir wollen den Aufstieg hinkriegen. Was machen wir jetzt? Die Library? Den Horseman endlich mal zu Ende. Ist immer noch hart. Okay, Hefe, Brot, alles klar. So, jetzt haben wir... Okay, der... Schauen wir uns mal an, was macht der für einen Schaden. 600% Base-Schaden. Ja, der ist natürlich auch super teuer. Ich würde sagen, das ist so eine Notfalleinheit, die man so in der Hinterhand hat. Vielleicht in der Endkrise. Ich würde sagen, ja, weil dann danach nützt einem die ja nichts. Dann hat man ja den Aufstieg. Ja, ich denke, das ist der Moment, wo wir die einsetzen. Sind wir insofern schon vorbereitet? Okay, dann würde ich sagen, bauen wir mal an der Library, die uns forschungsmäßig noch nach vorne bringen kann. Ja, zwischendurch müssen wir allerdings immer noch ein bisschen Häuser bauen. Weil es geht im Moment schnell voran. Wann gibt es eigentlich den nächsten Arbeiter? 3163. Das ist durchaus nochmal ein Ziel, was man anstreben kann. So, weiter mit der Library. Der Reiter mit dem 200% Charge ist gut. Das stimmt, ja, ja, klar. Die Kombo ist super. Wohl wahr. Kriegen wir jetzt plus 50? Krass. So, hier sind wir auf 3. Da erstmal wieder auf 1. Okay, jetzt sind wir hier angekommen. Krieg für 540. Ach ne, komm, wir nehmen einfach nur die Handelsroute mit. Krieg wollen wir jetzt nicht haben, aber wir ziehen dort sofort nochmal los. Das Geld nehmen wir mit. 0,79, gern gesehen. Damit haben wir jetzt Cottage war das, glaube ich, ne? Okay, dann gehen wir auf die Phalanx. Das ist mit Sicherheit ein Upgrade. Was bedeutet Cottage? Cottage ist ein Haus, das 97 macht, anstatt 42. Mhm. Brauchen wir im Moment nicht. Plus 50 Bevölkerung kriegen wir tatsächlich jetzt jedes Mal. Sehr schön. Okay, die ziehen los. Man könnte den Geldcharge mit dem Foodcharge verwenden. Das könnte man ja. Wobei, wir sind hier noch nicht voll. Aber 72 Gold, finde ich, ist es nicht wert irgendwie. Jo, danke, Mr. Seraphim. Ich bin aber so im Flow, dass ich auf jeden Fall, wir wollen den Aufstieg machen. Das steht jetzt außer Frage. Das muss möglich sein. Wir wollen die ganzen Punkte absahen. Halt, wir brauchen Cottages. Außerdem sehen wir jetzt noch, wie schön die neuen Cottages hoffentlich aussehen. Da hinten. Nee. Irgendwo ist ein Cottage entstanden. Da. Der Aufstieg muss sein. Definitiv. So, wir arbeiten weiter an der Library. Und haben sie damit? Jawohl, okay. Die Library nimmt auch einen Worker. So, wir sind bei 4,2, wenn wir den bestücken. Ja, und wenn wir die aktivieren, geht der Recharge hier schneller. Das ist interessant. Aber sie bringt doch sicher selbst auch nochmal, ja, passiver Effekt. Super, 50%. So, haben wir jetzt, wir haben jetzt ein Phalanx-Upgrade. Phalanx 260%. Wow, was für ein Upgrade. Von vorher, weiß ich nicht, 40% auf 260. Aber wahrscheinlich, um die Phalanx zu bauen, brauchen wir jetzt auch Eisen, ne? Vermute ich mal. Insofern ist wahrscheinlich der Blacksmith jetzt genau das Richtige. Also gehen wir auf den Blacksmith. Wobei, ja, egal. Machen wir.
So, jetzt haben wir aber minus Nahrung. Dagegen müssen wir eigentlich auch irgendwas unternehmen. Aber was? Technologisch, wir könnten irgendwo einen Arbeiter rausnehmen. Zum Beispiel beim Gold. Da brauchen wir am wenigsten. Sind wir wieder im Plus. Ich denke, das ist okay. Sägewerk habe ich schon deaktiviert. Das brauchen wir. Halt, was mache ich hier? Ich will keine Cottages. Ach doch, wir können nichts Besseres im Moment machen. Ja, cool. Das ist in Ordnung. Okay. Und danach noch rum zu gucken, wie schnell die erste Porre jetzt verfliegt. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ich bin schon gespannt, wie viele Punkte wir zur Verfügung haben. Da muss ja doch irgendwie, das muss ganz schön viel sein, habe ich das Gefühl. So, erstmal haben wir noch eine Entscheidung. Krieg. Ach, wir nehmen einfach das hier. Ein 2000 Jahre langen religiösen Disput, 20% Forschung nochmal, nehmen wir gerne mit. Und das aktivieren wir auch direkt jetzt. Sehr gut. Und damit sind wir hier aber immer noch nicht durch. Wir müssen nochmal los, nochmal hin da. Auf geht's. Ja, wir könnten jetzt mal Steine verkaufen. Genau, sonst haben wir wieder Brand vorbei. So schnell geht das jetzt auch nicht. Wir können ein Charge mal nutzen. Ah, jetzt geht's aber richtig schnell zur Sache. Theater, was bringt denn Theater? Wissen wir nicht. Aquädukt. Wir können mehr Bevölkerung unterhalten. Das, glaube ich, brauchen wir als erstes. So. Ja, mehr Eisen. Das ist gut, wenn wir die Phalanx nachbauen wollen. Insofern starten wir das mal. Wir nutzen einmal hier einen Schub. Wir nutzen sogar zweimal den Schub. Wozu brauchen wir ihn sonst? Ich würde gerne, dass es bald mal wieder Tag wird, weil ich will sehen, wie unsere neue Welt hier aussieht. ...8,9 ist soweit okay. Forschungsschub nutzen wir. Judy. Das haben wir auch bald. Und damit ist der Schmied da. Aber den müssen wir natürlich wieder bestücken mit einer Person. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich ein Problem. Aber wir kriegen ja bald einen Arbeiter, nämlich wenn die durch sind. So, da haben wir die Schmiede. Wo sieht man sie hier eigentlich? Man sieht sie auch immer so. Ah, da hinten ist sie. Cool. So, was macht sie? Sie macht erstmal sehr viel Eisen pro Runde. Und was ist das für ein Effekt? Ach so, wir sammeln einfach Eisen damit. Ja, nachvollziehbar. Aber wir sind jetzt bei minus 10. Ich würde sagen, wir lassen die Schmiede erstmal aus. Und wenn wir den Arbeiter bekommen, können wir sie aktivieren. Theater. Ja, das ist okay soweit. Plus 26. Ja, super. Genau, den einen brauchen wir hier. Sonst können wir uns nicht ernähren, aber wir kriegen gleich den nächsten. So, ich würde sagen, warum ist schon das Tempo wieder runtergegangen? Ich war gar nicht mehr auf Speed, Leute. Wir hatten doch unser 300% Tempo. Ist plötzlich weg. Wahnsinn. So, das ist das Finale hier. Eine Phalanx müssten wir ausgeben, um sehr viel Holz zu bekommen. Nö, wir nehmen einfach die Nahrung. Das ist völlig in Ordnung. Okay, sie finden unsere Hygienestandards nicht so toll. Aber wir sprechen einfach mit ihm. So, plus 16,5 brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Jetzt sind wir aber in der Lage, das Ganze umzuwandeln und bekommen den Arbeiter. Und damit würde ich sagen, aktivieren wir die Schmiede. Wir sind bei plus 22. Wahrscheinlich hier könnten wir sogar noch was anderes aktivieren. Das Theater ist da. Oh, wir sind kurz vor dem Aufstieg. Jetzt kommt noch der Handel. Hervorragend. Was bauen wir denn jetzt? Wir bauen doch das Amphitheater. Ah, das bringt diesen plus 75% Hero. Was soll das denn heißen? Schneller? Besser? Keine Ahnung. Wir machen es einfach. Wir könnten das jetzt...
Soziale Krise. Die 6% schlagen wieder zu. Ja, okay. Wir haben jetzt eine Phalanx. Ich würde sagen, wir starten das ein. Oh, es geht aber sehr schnell. Ja. Gibt uns ein bisschen Geld. Free Space ist ein Thema. Und halt, nee. Die Cottages wollen wir haben. Es geht zu schnell. Wir müssen mehr Cottages haben. So. Jetzt bauen wir die Phalanx. Das geht doch wiederum erstaunlich langsam. Ach, Phalanx werden auch mit Holz gebaut? Hä? Okay, das wundert mich aber. Dann schalten wir das mal wieder an. Dann geht das nämlich schneller. Hätte jetzt echt erwartet... Oh, wir sind hier durch. Ja, okay. 1:11, dann sind wir mal im Aufstieg. Aber bevor wir den machen, werden wir uns natürlich hier ausreichend vorbereiten. Das heißt, wir gehen natürlich nochmal auf die Stonewall. Wir können Upgrade machen. Ich weiß, es könnte vielleicht noch Punkte bekommen. Ob sich das noch lohnt, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe noch einen Stern. Ja, wir haben 20 Quests, richtig. Ich sollte wieder auf den Stern klicken, ne? Ja, genau. Forschungsbonus nochmal. Ja, okay. Bin mir nicht sicher, ob wir die Gebäude jetzt erstmal noch zu Ende bauen. Die 3000 Bevölkerung nehmen wir auch noch mit. Ist auch kein Problem. Ah ja, schaut mal, jetzt ist Tag geworden. Jetzt sehen wir... Ja, es ist wirklich schön. Es ist schön gemacht. Es begeistert mich schon ein bisschen. Wie anders unsere kleine Welt jetzt aussieht, finde ich super. Holz kann wieder raus. Jawohl, stimmt. Guter Hinweis. So, das Forum ist hier gebaut worden. Cool. Wir brauchen Cottages, genau. Wir sind bei den 3000. Gibt uns nochmal einen Held. Hatten wir lange nicht mehr. Ein 12er. Kommt jetzt Ozymandias raus. 3-6 Base Damage. Ja, ich würde sagen, ja, doch, jetzt ist der Moment gekommen. Das ist schon relevant besser, würde ich mal behaupten. Okay, bauen wir jetzt noch das Amphitheater? Das können wir machen, wenn wir sehen, ob wir das für einen Punkt benötigen. Würde ich sagen. Insofern gehen wir jetzt auf den Aufstieg. Der Moment ist gekommen. Sind wir bereit für diese Krise? Steine verkaufen. Ja, ja, das können wir dann noch machen. Wir werden erstmal die Krise bestehen. Nee, Steine verkaufen wir 2000 Gold. Man bekommt 50 Gold für 1000 Steine. So viel gibt es da nicht. Aber wir bauen schon mal, fangen schon mal das Amphitheater an. So, jetzt wird's ernst. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, jetzt wollten wir doch den einsetzen, ne? Ich würde sagen, erstmal trigger next ability twice. Jetzt die Frage, wir könnten das doppelt machen. Oder den Unit Damage doppelt machen. Das ist spannend. Das, glaube ich, läuft aufs Gleiche hinaus, weil wir nur ein Pferd haben. So, ich grüße die Raider Patangi. Danke für den Raid. Also, wir machen das hier. Zack, zack, zack. Jawohl. Dann das nächste. Wir sind da gut dabei. Okay, jetzt müssen wir das wieder reinnehmen. Jetzt bauen wir Phalanxen. Und kommen hoffentlich klar. Aber es sieht ganz gut aus. Ah ja, wir können ja wieder ganz einfach unser Holz nehmen. Wir könnten auch das jetzt aktivieren, um das schneller zu machen. Ja,
passt. Nehmen wir uns das noch mit. Ah, dauert doch schon, ehe man die Phalanx jetzt bekommt. Aber läuft, würde ich sagen. Holzbonus ist komplett weg. Ja, die Mauer schützt uns jetzt nochmal. Bis zur nächsten Phalanx. 2100 Leute müssen wir beschützen. Okay, alles klar. Sehr schön. Das gibt uns einen seltenen... mein Gott, ein 15er Held. Leute, das ist schon extrem motivierend. Ich muss zugeben. Schon geil. Jetzt quasi mit den neuen krassen Helden dann den nächsten Run zu starten. Dadurch geht das halt ja alles auch sehr einfach. Man kommt schneller weit. Das ist schon gut. Hervorragend. So, liebe Leute, jetzt gucken wir uns den Aufstieg an. Ah, wir haben das noch abge... So, okay. Also, die nächste Belohnung bekommen wir bei 5000. Nächste Quest bei 40. Nächsten Technologie bei 60. Workshop-Level bei 18, lohnt sich nicht. Ein Reward bekommen wir noch bei einer Krise. Okay, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit und dann ist Feierabend. Eine schnelle Krise, irgendwo eine 8er-Krise ist doch easy going, oder? Nee, die 5000 machen nicht voll. Das dauert zu lange. Das warten wir hier noch ab. Wir gönnen uns nochmal den Bonus hier. Achso, wir sollten aber natürlich auch... wir sollten auch Armee haben. Ja, das Amphitheater bauen wir noch, um es einmal zu sehen. Das bringt zwar keinen Punkt mehr, aber das bauen wir definitiv noch. Es war jetzt ein bisschen mutig von mir, ohne Armee da zu starten. Aber Gott, ja. Geht schon, ne? Aber er reduziert Gamespeed trotzdem irgendwie. Warum habe ich jetzt schon wieder so einen Mega-Bonus... Keine Ahnung. Gehen wir noch hier hin. Nein, jetzt kriegen wir noch eine soziale Krise. Bitte. Ernsthaft? Ah, okay. Aktivieren wir das sicherheitshalber. Das ist wahrscheinlich schwieriger als... das andere Ding, was wir jetzt haben. Dann aktivieren wir das mal. Easy, aber wir brauchen jetzt mal ein paar Phalanxen. Nee, das ist keine Quest, was ich jetzt mache. Genau, das ist nur... Ja, es ist nur eine Quest, genau. Eine 8er Quest. Das sollte eigentlich relativ einfach sein für uns. So, wir haben 4. Das müsste jetzt... Das müsste hinhauen. Wir schützen uns... Ja, das... Boah, schaut euch das an. Ha! Okay. So, damit haben wir, glaube ich, die Krisengeschichte. Genau. Da haben wir dort 2 auch bekommen. Okay. 5000 Gold machen wir nicht mehr. Wir steigen auf, liebe Leute. Stopp. Wir wollten uns noch das Amphitheater anschauen. Das machen wir doch. Definitiv. Und da ist es. Das Theater garantiert Autonomie, wenn es aktiv ist. Was ist das denn? Ah, das Theater kann einen neuen Helden generieren mit der Chance, einen existierenden... Das heißt Corruption. Okay, dann geht ein neuer kaputt vermutlich. Cool. Liebe Leute! Wir haben die Klassik beendet. Schön, dass uns das gelungen ist. Wir werden den Aufstieg durchführen. Ich bin bereit dafür. Die 2000 Gold können wir jetzt auch noch abholen? Nee, warte mal, 2000 Gold? Ja, das ist ja, das bringt ja nichts. Das ist ja nur eine Quest, die uns nichts nützt. Das bringt ja nur irgendeinen blöden Bonus. Das hilft uns ja nicht im Aufstieg. Weil wir müssen für den nächsten Bonus 40 Quests machen.
Also das ist irrelevant. Nein, wir machen den Aufstieg, Leute. Da 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 da! Schön. Wir waren so gut und das mit Speed, so sieht's aus. Okay, sehr schön. Damit haben wir 20 wahnsinnige Punkte, mit denen wir uns, also auf jeden Fall muss ein nächstes Zeitalter freigeschaltet werden. Das geht dann in die Renaissance. Warum kann ich das jetzt nicht kaufen? Warte, wie ist das System? Warte mal. Ah nee, wir sind ja erstmal im Mittelalter. Oh mein Gott. 5. Ja, ich bin mal wieder zu weit. Zack. Und die Renaissance würde dann weitere 7. Ja, komm, wir überspringen. Wir machen auf jeden Fall gleich. Ich würde mir auf jeden Fall die Renaissance gönnen. So, dann finde ich ein plus ein Worker schon sehr wertvoll. Den Taj Mahal. Okay. Oh, enables. Oh, da kann man jederzeit aufsteigen. Das ist natürlich auch cool. Das würde das Abkürzen, das Problem ganz am Anfang lösen. Aber der eine Arbeiter ist schon extrem viel wert. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man quasi mit dem zusätzlichen Arbeiter gleich startet, geht das natürlich immer schneller. Ist ja super. Aber ich nehme den Arbeiter auf jeden Fall. So, 3 hätten wir noch. Okay, man könnte jetzt Stein, Holz plus 1 jeweils machen. Braucht man irgendwie so ein Silber? Ja, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Ja, aber cool. Cool. Kosten. Okay, Confirm und Start. Da würde es jetzt wieder losgehen. Machen wir aber nicht. Ich hoffe aber, der speichert er sich jetzt, ne? Okay, jetzt geht's wieder von vorne los. Und alle sind da. Ja, hervorragend. Gut, wir gehen mal ins Hauptmenü. Wie sieht das da jetzt aus? Das heißt, man würde jetzt immer... Übrigens, hier mal eine schöne Ansicht, wie es im Mittelalter wahrscheinlich dann aussehen wird. Ne? Man würde jetzt... Ah, okay, alles klar. Man hat verschiedene Save Games, aber immer nur den letzten Stand, verstehe. Das war meine Testspiel, das ich hier... gestartet habe. Okay, da sind wir 3 Stunden drin. Alles klar, das kann gelöscht werden. Ja, cool. Die Lotusse gibt es später für Tote. Finde ich super. Also, es macht irgendwie Laune. Es ist wirklich ein treibendes Spiel. Sehr schön. Kann man nur sagen. Und er hat da wohl noch einiges vor. Er hat irgendwie eine Roadmap veröffentlicht. Ich gucke mal gerade, ob ich die euch noch zeigen kann. Beziehungsweise finden wir die hier? Nee, ich glaube, ich habe die irgendwie auf Steam gesehen. Schaue ich mir kurz mal an. Roadmap, genau. Geht gleich los, wartet. Dann werfen wir mal gemeinsam einen Blick drauf, was er da noch vorhat. So, und zwar, warte mal, ich schalte mal kurz hier zurück und gleich geht's los. Da seht ihr es, das ist eine Roadmap. Quality of Life Geschichten, Purple Hero Faction. Ich bin mir nicht sicher, was diese Farben für eine Rolle spielen. Offline Idle Play. Das kann ich mir jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen. Das heißt,
Das läuft offline weiter. Keine Ahnung. Civilization Types, weiß ich auch noch nicht so richtig. Trade, Diplomacy und Warfare. Map to. Okay, eine andere Map oder eine bessere Map. Und offenbar scheint es ja dann geplant zu sein, dass es noch andere Zivilisationen geben wird und dass wahrscheinlich die Kriegsführung nochmal auf einem anderen Niveau stattfindet, könnte ich mir vorstellen. Okay, und dann geht es weiter. Das haben wir ja schon in dem Aufstiegsteil gesehen, dass es noch deutlich weitergehen soll. New Hero Mechanics. Okay, hier geht es nochmal, Tier 3 weiter. Endless Features. Wow, okay, alles klar. Der hat aber einiges vor. Krass. Ich fände es jetzt schon ziemlich umfangreich für so ein kleines Spiel. Respekt.